Radio Okitoki, Radio Okitoki, von Mensch zu Mensch. Und einen wunderschönen guten Abend. Mit Schwung gehen wir in den Abend rein. Geigen, die mich immer wieder ansprechen. Ich hoffe, den einen oder anderen Zuhörer auf, dass unsere Musikauswahl euch gefällt. Ihr dürft gerne auch E-Mails schicken an uns mit euren Musikwünschen oder selber hier einsteigen und Musik machen. Herzlich willkommen, 20 Uhr am 15. Mai 2019. Ich freue mich, ein besonderes Netzwerk heute hier begrüßen zu dürfen. Human Connection. Und da heißt es, das könnte auch unser Spruch sein, Networking to serve the world. Und da ist heute der Hardy bei uns, der das Netzwerk vorstellt. Ja, kennen tue ich es eh schon seit gut 2 Jahren, auf und abs immer wieder, so wie bei Okitok auch. Wir sind schon gestartet im Jahr 2010 und wir werden heute eh so ein wenig auch die Geschichte hören dürfen, was Human Connection alles so tut, warum sie es tun und machen. Ja, wir sind interaktiv, das bedeutet, ihr dürft uns auch hier anrufen, einmal per Telefon mit der Landesvorwahl aus Österreich 0043, dann 720-518-19 und die 7. Wie gesagt, das ist das Festnetztelefon, in Österreich kostet das nichts, eure Tarife bitte beachten, damit ihr nicht nachher ins blaue Erwachen kommt, aber so teuer ist das Telefonieren auch nicht mehr. Dann haben wir den Außenchat für euch geöffnet. Ihr könnt euch einsteigen, wenn ihr ein Konto habt, seid ihr direkt auf Studio 1 mit dabei und eure Anregungen oder Ideen, Gedanken fließen natürlich hier live in der Sendung. Die Sendung wird aufgezeichnet und ihr werdet sie kurz nach der Sendung schon im Okitok-Archiv wieder vorfinden. Ihr dürft sie teilen und so weiter. Ja, Human Connection, so steht's auf den Sendeplan, Network to Serve the World. Stell dir vor, es gibt ein gemeinnütziges soziales Netzwerk, was deine persönlichen Daten nicht verkauft und das du kostenlos und ohne Werbung nutzen kannst. Das dich inspiriert und einlädt, gemeinsam mit Organisationen und Gleichgesinnten Gutes zu tun. Das dir ermöglicht, unser gemeinsames Wissen positiv zu nutzen. Mit einem Action-Button am Ende jedes Beitrages, der dir zeigt, was du jetzt tun kannst, wo wir die Menschen darüber entscheiden, welche Neuigkeiten wichtig sind. Auf einer gemeinsamen Plattform für positive lokalen und globalen Wandel in allen Lebensbereichen. Fair, Transparenz und Open Source. Das ist Okitok auch. In diesem Talk mit Hardy Grunewald von Human Connection erfahren wir alles über das innovative soziale Netzwerk. Außerdem gibt es Einblicke, was bei Human Connection bisher passiert ist, wie sich die aktuelle Lage darstellt und was sich in Zukunft tun wird. Links zu Human Connection Präsentationsseite, das heißt www.human-connection.org. Ja, heute in der Runde haben wir auch den Alexander und auch den Roman Reuter von CryptoTV. Und dann sage ich erstmal ein Hallo erstmal an Alexander und an Roman und dann kommen wir zum Hardy von Human Connection. Guten Abend, Alexander. Ja, hallo und ein herzliches Moin Moin aus dem hohen Norden in die Runde, an die Zuhörer und auch an dich, lieber Hardy. Ja, schön, dass du da bist. Und der Roman, hallo, guten Abend. Ja, hallo in die Runde und an die Zuhörer. Ich freue mich auch wieder an dieses sehr spannende Thema. Human Connection habe ich auch schon vor 2 Jahren damals bei Querdenken oder war es nur Wieso TV mitbekommen und bin schon sehr neugierig, was sich da jetzt entwickelt hat. Ja, dann rufen wir doch mal den lieben Hardy. Und Hardy, Human Connection, heute bist du der, der uns eure Plattform näher bringst. Schön, dass du da bist. Guten Abend zu dir. Ja, danke schön, lieber Klaus. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Hallo auch Alexander, hallo Roman und hallo an alle Hörer heute. Freue mich, dass wir hier schöne 2 Stunden haben und ein bisschen was über Human Connection besprechen können. Ja, Human Connection, wie bist du überhaupt dazugekommen? Was hat dich da so magisch angezogen, so sage ich mal? Waren es die Themen? Was war für dich so der Punkt, dass du sagst, wow, das gefällt mir, da möchte ich was tun? Bin gespannt. Ja, also das war nach dem Interview vom Dennis Hack bei KenFM. Da hat er ja sozusagen erstmal zu einer großen Öffentlichkeit das Netzwerk vorgestellt oder die Idee des Netzwerks vorgestellt. Und da war ich schon sehr angetan davon, habe gedacht, wow,
das ist doch mal echt was anderes als das, was man alles so kennt, gerade als kommerzielle Netzwerke, wo man wirklich sieht, guck mal, da wird der positive Wandel in den Vordergrund gestellt, völlig unkommerziell. Es soll versucht werden, Menschen eben in die Aktion zu bringen, dass sich tatsächlich was tut. Das hat mich da schon sehr angesprochen, aber ich war damals noch beruflich sehr eingespannt in meine eigenen Themen und so weiter und habe es dann einfach so ein bisschen verfolgt. Und dann kam aber im letzten Jahr, Anfang letzten Jahres, der Zeitpunkt, wo ich mir gesagt habe, also ich möchte beruflich eine Änderung machen. Und zwar möchte ich etwas machen, was wirklich ja zum positiven Wandel direkt beiträgt. Und dann hatte ich mit dem Dennis gute Gespräche und so kam es, dass nicht nur ich zu Human Connection gekommen bin, sondern ich habe meine Frau, die Yassi, gleich mitgebracht. Und so sind wir beide dann seit über einem Jahr jetzt mittlerweile bei Human Connection aktiv. Ja, das heißt ja letztendlich, ihr geht mit offenen Augen durch die Gegend. Die Welt ist nicht so in eurer Vorstellung auch. Ihr schreibt ja auch, das hatte ich bestimmt angesprochen, da steht ja der Mensch im Vordergrund, Natur, Umwelt im Mittelpunkt, Ziele und Schaffung, gemeinnütziges soziales Wissen, Aktionsnetzwerk, so sehe ich hier, die Herausforderungen unserer Zeit gemeinsam begegnen, das heißt ernst nehmen und sich mit dem Leben im Jetzt im Endeffekt wirklich auseinanderzusetzen und nicht nur reden, sondern auch in die Handlungen versuchen, in die Lösung zu gehen, so denke ich. Genau, also das ist für mich auch der wichtigste und zentrale Punkt bei Human Connection tatsächlich, dass es nicht nur um Informationen geht. Wir haben natürlich, seit es das Internet gibt, gibt es Informationen ohne Ende und viele Leute wissen auch schon sehr, sehr viel und haben viele Dinge mitbekommen, die sie vielleicht vorher vor dem Internet nicht so mitbekommen haben. Das, was allerdings das Problem an der Sache ist, wenn alle super gut informiert sind und alle wissen genau, was vielleicht falsch läuft, aber keiner tut jetzt was, dann wird sich halt auch natürlich nichts verändern. Ne? Und da bin ich dann halt sehr bei dem schönen Zitat von Gandhi, sei du selbst der Wandel, den du dir für diese Welt wünschst. Ne? Also wenn ich mir irgendwas Besseres wünsche und in irgendeinem Bereich gerne was machen möchte, dann muss ich halt ins Tun kommen. Und an dem Punkt setzt der Human Connection sehr zentral an, dass man sagt, bei jedem Beitrag gibt es eben diesen Action-Button. Und wenn ich den klicke, also es ist ein einziger Mausklick, den ich mache, dann sehe ich sofort, was habe ich jetzt als Mensch für Möglichkeiten, auf diesem Thema, auf diesem Gebiet etwas zu tun, dass sich dort etwas verbessert. Da kommt gerade schon die erste Zuschrift aus dem Chat-Bereich. Diese Werte, die ich dir gerade gesagt habe, das sagen sie alle, wird geschrieben. Das sagen viele möglicherweise. Und ja, durch die Beständigkeit denke ich, lieber Zuschreiber, das ist der Wolf, der jetzt in diesem Fall gewesen, denke ich, wird man auch sehen, wie ja, man wirklich an einem Netzwerk arbeitet. Und Human Connection, muss ich schon sagen, ist ja auch Okitok, die Beständigkeit, sagt ja auch aus, dass Menschen daran interessiert sind und ich hoffe auch noch viel mehr kommen, denn das ist ja wichtig, viele Menschen zu erreichen. Und ich glaube, ergänzend noch zu sagen, Beständigkeit und was wir uns halt extrem auf die Fahne geschrieben haben, ist Transparenz. Das heißt, wir machen jede Woche, machen wir sogenannte Meet the Teams, also das sind Online-Meetings, wo jeder reinkommen kann, da muss man sich nicht irgendwie anmelden oder irgendwas, man kann einfach reinkommen, man kann jede Frage stellen, wir sind da immer erreichbar. Das Netzwerk ist eben Open Source programmiert. Das heißt, jeder, der JavaScript programmieren kann oder zumindest den Code lesen kann, der kann selber sehen, dass wir keine versteckten Algorithmen drin haben, dass wir nicht irgendwelche Daten an irgendwelche NSA oder sonstige Geheimdienste übermitteln oder sonst wohin verkaufen. Also das ist eben diese Transparenz. Das heißt, viele können es sagen, wir zeigen es aber auch tatsächlich. Ne? Also das ist einfach für uns ganz, ganz wichtig, dass wir diese Werte, die wir nach außen geben, eben nicht nur plakativ nach außen zeigen, sondern wirklich auch innen leben und das auch so über diese Transparenz dann auch wirklich für jeden sichtbar machen. Ja, das ist, denke ich, okidoc.com auch Open Source und da können wir uns die Hand, glaube ich, geben. Ich finde es schön, dass wir uns heute hier schon treffen. Jetzt gebe ich das Mikrofon mal einfach mal zum Roman oder auch zum Alexander. Vielleicht haben die auch noch was zu sagen zu der Einleitung. Ja, wenn ich denn mal darf. Mir fällt gerade ein zu dem, was du gesagt hast, dass das ist genau das, was ich immer wieder gesagt habe. Das ist genau, und da fiel mir auch das Zitat ein von Mr. Dirk Müller, der ja auch gesagt hat, dass die Veränderung genau so passiert. Es kommt von den Menschen.
Die Menschen selber entscheiden, dass sie etwas verändern wollen. So nach dem Motto, lass das System sein. Wir fangen jetzt selbst an, wir machen selber etwas. Und das Human Connection geht genau in die Richtung. Und ich finde, das muss ich ganz ehrlich sagen, super klasse. Das ist ein super klasse Prinzip. Und ich hoffe, dass das, muss ich ehrlich sagen, ich hoffe, dass das noch weite Kreise zieht, sagen wir es mal so. Danke dir, Alexander. Das ist ganz lieb, dass du das so sagst und finde ich klasse. Also ergänzend dazu, da gibt es auch so ein bekanntes Zitat. Also ich kriege es nicht wortwörtlich hin, aber so, es macht halt keinen Sinn, das Alte zu bekämpfen, sondern man sollte eben das Neue, was man möchte, aufbauen und dann wird das Alte einfach obsolet. Und nach dem Motto arbeiten wir eben auch. Wir möchten einfach ein positives, friedliches und freundliches Netzwerk schaffen, was die Menschen inspiriert, was zu tun. Und wir müssen dafür nicht jetzt irgendwie Facebook oder andere bekämpfen, sondern wir schaffen einfach diese Alternative und die Menschen werden dann erkennen, ah, guck mal, da geht es nicht mit Hasskommentaren, sondern das ist das freundliche und friedliche Netzwerk, wo die Menschen in die Aktion kommen und inspiriert werden und das Wissen geteilt wird. Und ich denke, dann passiert das eben ganz automatisch. Ja, genau. Noch ein Satz dazu, fällt mir gerade ein. Veränderung beginnt ja, wie du schon gesagt hast, Veränderung beginnt ja in uns. Und das ist das System bekämpft ja sowas, aber ich wollte nochmal zum Thema Aufmerksamkeit kommen. Genau, jetzt hätte ich beinahe den Faden verloren. Energie folgt ja der Aufmerksamkeit, sagt die Quantenphysik. Und wenn je mehr Menschen ihre Aufmerksamkeit auf die Alternativen, so wie jetzt Human Connection zum Beispiel richten, dann löst sich das System von alleine auf, ohne Kampf, ohne dass vielleicht sogar auch nur ein Schuss fällt. Und das ist ja gerade das, was so wichtig ist. Und deswegen ist das auch so wichtig, dass es solche Plattformen gibt. Ja, kann ich komplett genauso bestätigen. Ja, ruf ich nochmal den Roman. Roman, hast du auch schon ein paar Worte? Ja, also die Unabhängigkeit ist wirklich sehr, sehr wichtig, denn nur so kann man frei für das einstehen, was man sich für die Gesellschaft eben wünscht. Nur so kann man dann selbst die Veränderung auch sein, die der Gandhi uns so wunderbar auch vorgelebt hat. Ich habe vielleicht auch noch so, es hat ja schon mal früher auch so eine andere Plattform gegeben, das war das informisten.de. Und da war ich auch schon so begeistert davon, weil da auch das Beispiel schon gezeigt hat, dass es da keine Streitereien gab. Da konnte man wirklich noch diskutieren und einen Diskurs führen, ohne einen irgendwas vorzuwerfen oder mit Hasspredigen zu kommen. Da freue ich mich dann schon sehr drauf, wenn da Human Connection wieder mit einklingt. Und ich bin da auch schon so gespannt, dir wird es sicher auch informisten.de ein Begriff wahrscheinlich sein. Und ob es da große Ähnlichkeiten gibt und ob da auch die Gefahr besteht, weil ich war sehr traurig, dass informisten.de aufgelöst wurde, nur anhand dessen, weil einfach zu wenig Leute da waren, die diese Plattform warten. Ja. Und wie ist es da bei Human Connection? Wie wird da dieser Gefahr vorgebeugt? Ist es überhaupt möglich? Jein, sage ich mal. Also vielleicht noch ganz kurz zum Thema Unabhängigkeit, sehe ich auch ganz genauso, weil du es angesprochen hattest. Deswegen sind wir ja eben komplett werb- und kommerzfrei und zu 100% spendenfinanziert und wollen eben dieses Motto von Menschen für Menschen, das ist halt für uns wichtig. Das heißt, viele Menschen tragen mit einer kleinen finanziellen, am liebsten monatlichen Spende dazu bei, dass so ein Netzwerk halt funktionieren kann. Und jemand, der halt wenig hat oder fast gar nichts hat, der kann vielleicht nichts beitragen. Jemand, der halt sehr gut verdient, der kann halt vielleicht auch 50 Euro im Monat beitragen oder vielleicht 100 Euro. Und so ist es halt komplett unabhängig, weil es gibt keinen, der irgendwie sagt, das muss da rein oder das muss raus oder irgendwas, sondern die ganze Moderation später wird ja auch komplett von der Community gemacht. Aber können wir später nochmal zu kommen. Das ist also wichtig. Informisten, muss ich sagen, habe ich nur mal am Rande so ein bisschen gestreift, kann ich im Detail leider nicht. Besteht die Gefahr, dass das bei uns irgendwie, also dass wir irgendwie vielleicht auch dann nicht mehr das vielleicht warten können oder so? Ich denke, die Gefahr ist sicherlich da. Also, ne, weil wir eben 100% spendenfinanziert sind und momentan auch noch, was die Finanzierung angeht, noch nicht kostendeckend sind und wir sind ja noch in der Entwicklungsphase. Wir wollen irgendwann natürlich in die Betriebsphase. Die Betriebsphase wird auf jeden Fall noch mit höheren Kosten verbunden sein. Einfach, weil man weiß, wir brauchen was für IT-Security, dass also der IT-Betrieb einfach gewährleistet ist. Wir brauchen Leute, die
erstmal Moderation sozusagen coachen. Wir brauchen Leute, die sich um den Support kümmern. Ne? Wenn da mal 500.000 Leute drauf sind, ist natürlich ein ganz anderes Support-Volumen da, als was wir jetzt haben, mit aktuell auf der Alpha 4.600 Usern etwa. Das heißt, wir haben dieses Ziel alle vor Augen im Team, arbeiten jeden Tag dafür, haben diesen Traum, dass dieses Netzwerk an den Start geht, öffentlich wird und ein Erfolg wird. Und ich glaube, das ist schon ein wichtiges Thema. Alexander, du hast es gerade auch so schön gesagt, ne? Die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Also ich würde es noch weiter so sagen, also die positive Energie zieht natürlich auch was Positives an, Resonanzgesetz. Und da sage ich, wir sind im Team einfach so positiv, gehen wir an die Sache ran und sagen, das ist sowas Gutes, das ist sowas Wertvolles. Wir setzen uns da eben komplett für ein, dass das funktionieren wird. Und deswegen bin ich eben auch zu 100% davon überzeugt, dass es dann eben auch funktioniert. Ja, cool. Und was mir auch noch damals aufgefallen ist, zu Zeiten von Informisten.de, ich war dann zwar, sagen wir mal so 80% nur noch auf dieser Plattform unterwegs, aber mir ist schon auch aufgefallen, das Facebook konnte ich nicht komplett ersetzen, weil ich so mit meinem Magazin ja auch im Medienwesen unterwegs bin und auch Leute auch erreichen will, die was von gewissen Themen noch nie was gehört haben. Ja, das ist ja vielseitig. Und bei Human Connection sind ja dann wirklich nur Gleichgesinnte dort, die diese Themen schon verstehen. Und darum wird es ja wohl sich auch nicht komplett Facebook auflösen können, um auch noch diese, ja, das nennen wir mal das blöde Wort Schlafschafe auch aufwecken zu können, oder? Das wäre schön, aber ich bin natürlich bei dir. Also unser Ziel ist es jetzt auch nicht zwingend, dass wir sagen, wir wollen Facebook auflösen oder wir wollen, dass Facebook sich auflöst, sondern wir schaffen einfach ja auch eine ganz andere Art von Netzwerk, weil wir ja eben gemeinnützig sind, weil wir die Menschen in Aktion bringen wollen. Wir möchten nicht, dass die Menschen ewig in einem Newsfeed rumscrollen, viel Werbung sehen, diese dann anklicken und dadurch halt Geld verdient wird, weil das, also wir sind ja eben gemeinnützig, es geht gar nicht um Profit, sondern es geht darum, dass die Menschen sich sehr gezielt informieren und dann eben was tun. Und das ist halt ein ganz, ganz großer Unterschied eben zu der ganzen Funktionsweise, wie Facebook funktioniert. Ich denke auch, dass Facebook für den einen oder anderen durchaus eine Berechtigung hat, die halt vielleicht über Werbung eine gewisse Zielgruppe ansprechen wollen und so weiter, so im kommerziellen Bereich. Nur was uns halt allen klar geworden ist und euch mit Sicherheit auch, Facebook wird nicht dazu beitragen, dass die Welt sich verbessert. Auf keinen Fall. Und Facebook ist auch nicht so konstruiert, dass die Menschen friedlich und freundlich miteinander umgehen, sondern es gibt eben nur die Kommentarspalten und die sind einfach so, dass da halt auch die Keule rausgeholt wird und aufeinander eingedroschen wird. Weil du vorhin auch nochmal das Thema Diskurs, Diskussion, Debatte erwähnt hast. Ein Feature vom Human Connection Netzwerk wird zum Beispiel die Pro-Kontra-Diskussion sein. Sowas gibt es ja nirgends in den kommerziellen Netzwerken, dass man einfach ein Thema sachlich pro-kontra diskutiert. Man kann bestehende Kommentare oder bestehende Argumente auf der Pro- oder auf der Kontra-Seite sozusagen hochvoten. Und wenn ich dann später auf so eine Pro-Kontra-Diskussion komme, habe ich halt einen super Überblick, was eigentlich zu einem Thema, ich sage jetzt mal, sind Zoos, zoologische Gärten heute noch zeitgemäß, Pro- und Kontra-Argumente. Und ich kann auf einen Blick sehen, was sagen die Befürworter, was sagen die Gegner. Und selbst wenn ich jetzt persönlich immer auf einer Seite war, gedanklich, und viel mir nur die Pro-Argumente so gedacht habe, sehe ich auf einmal, ach so, das sind die wichtigen Kontraargumente. Ja klar, so sehen die das von der anderen Seite und gewinne dadurch einfach viel mehr Verständnis, als ich eben in den bisherigen Netzwerken, in den Kommentarspalten, da findet ja, also da kann man sowas gar nicht abbilden, das geht gar nicht. Und alle Tools auf Human Connection sind deswegen so gebaut, dass es halt eine friedliche, vernünftige, sachliche, freundliche Diskussion gibt und nicht ein Aufeinander draufschlagen. Wir werden es nie verhindern können, dass Leute auch vielleicht reinkommen und Krawall machen wollen. Wir haben natürlich unsere Nutzungsbedingungen und das kann natürlich dann auch irgendwann zum Ausschluss führen. Aber letztendlich ist alles so gebaut von der Architektur her, dass dieser friedliche und freundliche Umgang halt sehr stark gefördert wird. Das ist wirklich sehr gut, weil der Gedanke, wenn ein Mensch, ja, das zum Beispiel mit Fäkalsprache argumentieren muss und dann natürlich geblockt wird, wird er über kurz oder lang lernen müssen, friedliche Kommunikation zu praktizieren, ja. Und auch wenn noch ein Human Connection ein voller Erfolg wird,
Wie gesagt, ihr wollt ja auch Facebook nicht ablösen oder irgendwie bekämpfen. Das finde ich auch ein guter Gedanke. Und wenn das dann, wenn das so praktiziert wird, dann wird Facebook nur noch eines vielleicht übrig bleiben, nachzuziehen, ja. Weil ja die Leute dann auch mitbekommen, da kann ich mich unterhalten, ohne dass ich selbst angegriffen werde, ja. Also so würde Human Connection doch eine Plattform werden, die den Menschen beibringt in gewaltfreier Kommunikation. Also das ist ein sehr großer Pluspunkt. Danke dir, Roman. Ich sehe das sehr, sehr ähnlich. Natürlich wird das nicht bei jedem Menschen funktionieren, aber ich nenne jetzt noch mal ein Beispiel. Wir werden ja auch später auch eine Blacklist-Funktion haben. Das heißt, ich kann jetzt, wenn ich genau diesen User sehe, der sehr schlimme Ausdrücke benutzt oder sich einfach ziemlich miserabel äußert und ich sage einfach, wow, was der da macht, nee, das geht für mich gar nicht, dann setze ich den persönlich auf meine Blacklist und alles, was der dann macht im Netzwerk, sehe ich einfach nicht mehr. Und was wir uns mal gedacht haben, müssen wir gucken, ob wir das realisieren können, ist, dass derjenige sieht, er wurde auf eine Blacklist gesetzt bei jemand anderem. Nicht bei wem, sondern nur er ist auf einer Blacklist drauf. So, jetzt stell dir diesen User vor, der halt ziemlich rüpelhaft sich in so einem Netzwerk verhält und jeden Tag sieht er, ich stehe wieder bei 10 Leuten mehr, ich stehe wieder bei 100 Leuten mehr auf der Blacklist. Dann gibt es halt zwei Möglichkeiten. Entweder sagt er, das, was ich hier schreibe, interessiert ja keinen, ich gehe einfach raus. Ist dann erstmal auch nicht schlimm, weil dann ist er raus und im Endeffekt stand er eh bei jedem auf der Blacklist. Oder, was natürlich noch der schönere und wünschenswertere Fall wäre, er überdenkt tatsächlich das, was du gerade gesagt hast, sein Verhalten und sagt sich, irgendwie, das so wie ich hier agiere, scheint den Leuten nicht zu gefallen. Vielleicht überlege ich mal, ob ich nicht doch ein bisschen anders agiere. Und das wäre natürlich wirklich ganz hervorragend, ne, dass man den Leuten sozusagen diese, wie du es gerade schön gesagt hast, gewaltfreie Kommunikation auf die Art und Weise nochmal auch näher bringt. Das ist für mich auch ein Effekt, den ich mir durchaus vorstellen kann, dass das doch auch funktionieren kann. Super, super. Ja, ich bin jetzt schon begeistert, weil das sind alles auch Worte, die du genannt hast, die wir bei OKTalk auch sehr beachten. Auch diese Struktur bei OKTalk ist ja ähnlich mit dem Surfer hier, wie wir die Sendungen hier gestalten. Wir legen da auch sehr viel Wert drauf. Wir haben ja unregistrierte User und es gelten hier auch unsere Regeln. Das sind 9 Regeln und damit wollen wir auch die Transparenz auch schaffen. Ich bin gerade auf eurer Seite und da ist mir direkt was aufgefallen und ich versuche mich dort zu registrieren und ich komme nur zu einem Login. Wie kann ich mich denn bei Human Connection registrieren? Genau, dann bist du wahrscheinlich jetzt auf der Login-Seite von unserer Alpha-Testversion. Also da vielleicht auch eben ganz kurz, wie ist der aktuelle Stand? Also das, was du auch vorhin in der Anmoderation vorgelesen hast, das hat viele Dinge beschrieben, die das spätere Netzwerk, also das, wie wir uns das Netzwerk vorstellen, was ich auch gerade gesagt habe, mit Tools wie Pro-Kontra-Diskussionen, Blacklist, Abstimmungen und so weiter und so weiter, das ist alles in dieser Alpha-Testversion noch gar nicht drin, sondern die Alpha-Testversion ist wirklich erstmal eine rudimentäre Geschichte, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen auf jeden Fall schon mal was zeigen, dass die Leute auch sehen, jawohl, da passiert auch was. Und die ist jetzt etwa seit einem Jahr online. Ich hole jetzt ein bisschen einfach aus. Wir haben aber Ende letzten Jahres oder im Herbst letzten Jahres nochmal einen technologischen großen Wechsel vorgenommen in der Datenbanktechnologie, sind auf eine sogenannte Graph-Datenbank gewechselt. Das hat nochmal sehr, sehr viel Arbeit gemacht, auch was komplette Programmierung, Neuprogrammierung anging. Das heißt, diese Alpha-Test-Version, die es jetzt seit gut einem Jahr gibt, da wurde natürlich im Laufe der Zeit schon ein bisschen was verändert und verbessert und dazugemacht, aber noch nicht so viel. Und wir arbeiten momentan eben gerade an dieser neuen Version, die noch nicht online ist, beziehungsweise nur eine sogenannte Staging-Version online. Das heißt, man kann schon sehen, wie die Funktionen sind, aber da sind keine Beiträge oder so drauf, also keine sinnigen Beiträge. Und das, was du jetzt gerade beschrieben hast, wäre sozusagen die Login-Seite für die Alpha-Testversion. Und da ist es so, dass wir sagen, diese Testversion, das macht nur Sinn, dass da jemand mit uns diesen Test macht und da einfach sich einbringt, wenn er natürlich sich mit Human Connection beschäftigt hat, verstanden hat, was wir überhaupt wollen, dass es eben auch nur eine Testversion ist und haben dann gesagt, okay, wir können das ja nicht bei jedem Einzelnen im Gespräch irgendwie abklären und haben vereinfachend gesagt, wenn jemand Geld spendet, weil er sagt, Human Connection ist eine ganz wichtige Sache und ich will das unterstützen, dieses gemeinnützige Projekt, ich möchte, dass es an den Start geht, dann hat er sich natürlich damit auseinandergesetzt, sonst würde er uns kein Geld spenden. Und sagen, diese Leute, die uns Geld spenden, die laden wir dann herzlich ein, auf dieser Testversion einfach mitzumachen und
dadurch natürlich auch mitzuhelfen, dass es vorangeht, dass Funktionalitäten getestet werden und so weiter. Sodass man jetzt, wenn man jetzt da reinkommt, sich nicht irgendwie registrieren kann, sondern wenn man halt eine Spende gemacht hat, wird man eben so einen Zugangscode bekommen. Das ist der Status quo. Wenn wir dann soweit sind, dass wir wahrscheinlich im Juli erstmal umschalten, diese geschlossene Version noch auf diese neue Datenbanktechnologie, Codename ist dann Nitro, wenn wir das umschalten, dann ist es erstmal noch geschlossen, aber dann relativ kurz danach ist schon geplant, dann auch die öffentliche Version zu launchen. Sprich, das ist eine Version, dann wird sie jetzt vor diesem Login-Screen stehen, dann steht unten irgendwie, Sie sind noch nicht registriert, dann kann man sich registrieren, wie man es halt kennt, E-Mail-Adresse, kriegt was zugeschickt, bestätigt das nochmal und dann ist man im Netzwerk drin. Ja, deswegen das, was du auch am Anfang vorgelesen hast, kostenfrei, zugänglich für jeden, das ist uns schon ganz, ganz wichtig, dass jeder das eben benutzen kann, unabhängig. Also jetzt von der Spende, nur wie ich es vorhin erklärt habe, für uns einfach wichtig, Testversion macht nicht für Sie jeden Sinn, sondern nur für Leute, die sich auch mit der ganzen Sache auseinandergesetzt haben und wissen, um was es geht. Das bedeutet auch, dass im Vorfeld auch dieses Netzwerk schon gesund aufgebaut wird, weil für die Leute, die sich identifizieren, wie du schon richtig sagst, ne, man beschäftigt sich damit durch eine Spende. A, werdet ihr gefördert im Projekt und B, sieht man ja auch die Menschen schon, die im Backoffice, sage ich mal, die noch nicht in der Öffentlichkeit sind, auch im Verhalten, wie die Plattform schon so funktioniert. Kann man auch so sagen, oder? Genau, richtig. Also das Schöne ist halt auch, dass sich dadurch natürlich schon sehr, sehr viel Content jetzt aufbaut mittlerweile. Ne, es gibt, also aktuell sind es, wie gesagt, gut 4.600 User. Davon sind nicht alle jetzt super aktiv. Also registriert haben die sich mal und viele aber auch eben aktiv. Und die haben schon jetzt mittlerweile, ich glaube, knapp 16.000 Beiträge müssen es jetzt sein, gepostet. Ne, das heißt, da ist schon ganz viel Content entstanden, was natürlich schön ist, wenn man irgendwann in diese öffentliche Version geht, dass man nicht erstmal ein leeres Netzwerk hat, wo gar nichts drin ist, sondern dass natürlich da ganz viel einfach schon da ist an Beiträgen. Das heißt, wenn ich jetzt in die Suche eintrage, Permakultur, werde ich halt ganz viele Beiträge zum Thema Permakultur schon finden. Ne? Und habe nicht erstmal ein leeres Netzwerk, was viele vielleicht dann auch abschrecken würde. Ja, das klingt gesund und in der Struktur. Da dürfen wir bei OKEDOC noch sicherlich ein bisschen nacharbeiten, aber wir sind ja auch gut dabei. Jedoch, OKEDOC ist ja mehr ein Redesprachportal, interaktiv, Austausch oder auch mit TV wollen wir ja bei uns präsentieren. Wir haben die Möglichkeit, Artikel zu schreiben und die auch mit den verschiedenen Button sozialmäßig auch teilen können. Gibt es denn von Human Connection auch dann später so einen Button, den man in Homepages auch einsetzen kann zum Verteilen, so ähnlich wie Facebook oder auch VK und LinkedIn, was mir da alles so nebenbei einfällt? Wollen wir auf jeden Fall machen. Ist ja ganz, ganz wichtig, auch um in die Verbreitung einfach zu kommen, ne? Dass die Leute dann auf irgendwelchen Seiten sehen, ach guck mal, da ist nicht nur ein Facebook-Logo und ein Twitter-Logo oder was weiß ich was, sondern da ist auch ein Human Connection-Logo. Und unser Logo ist ja sehr, sehr schön, dass man dann aus Neugierde schon mal da drauf klickt und sieht, ach guck mal, da ist was Neues. Das ist auf jeden Fall geplant. Spitze, Spitze. Ja, Human Connection, was heißt der Name? Vielleicht magst du ein paar Worte zu dem Namen selber mal sagen. Ja, ne, also Human Connection, die menschliche Verbindung. Und das ist für uns auch eben das Zentrale. Wir wollen Menschen verbinden. Wir intern sprechen wir oft davon, wenn zum Beispiel jetzt jemand auf der Alpha-Test-Version, gibt es natürlich auch User, ich sage jetzt mal, die sind nicht ganz so freundlich. Und dann sagen wir manchmal, ja, die betreiben halt Human Disconnection. Und das finden wir nicht so schön, weil wir wollen eben Human Connection, wir wollen die Menschen verbinden. Weil wir glauben, dass wenn Menschen sich verbinden, ihr Wissen teilen, und miteinander was machen, kooperieren, dann kommt da was Gutes bei raus. Und nicht irgendwie gegeneinander und Menschen teilen und spalten oder Gruppen teilen und spalten. Das finden wir nicht so gut. Und deswegen, ne, dieser Name Human Connection, die menschliche Verbindung, Menschenverbindung, das ist sicherlich einfach ja ganz zentral auch für das, was wir da machen wollen. Ja, da möchte ich noch mal kurz unser OKEDOC noch mal kurz reinbringen, weil du lernst ja auch OKEDOC heute Abend hier zumindest erstmals kennen. Das Wort OKEDOC heißt ja, okay, ich habe was zu sagen, ich rede International Information Privat Intern Talk. Und unser Motto heißt Bewusstsein schaffen, miteinander und den Respekt vor den Menschen zu haben. Das ist unser Slogan, sag ich mal. Hört sich super an. Kann ich voll unterschreiben. So soll es auch sein. Danke dir. Alexander oder Roman, gibt es von euch ein paar Wortmeldungen? Ja, Roman?
Frage ist auch, Human Connection wird das sicherlich auch für jeden Menschen dann auch also einen Sinn haben, oder? Ist das nicht nur auch was Politisches und Weltverbesserisches? Ist da auch Platz dann so für Katzenliebhaber, sagen wir mal so? Also was bietet Human Connection zu Facebook? Was Facebook zum Beispiel jetzt schon alles bietet, auch zusätzlich oder und was gibt es da alles? So wie für Gruppierungen, du hast das Pro und Contra schon angesprochen, was bei Facebook zum Beispiel abgeht, ja? Was bietet Human Connection Gesamtpaket? Danke dir, Roman. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also grundsätzlich ist Human Connection für jeden Menschen auf der ganzen Welt. Ne? Also wir sagen nicht, nee, die und die also dürfen nicht da rein oder also jeder Mensch ist erstmal willkommen. Dann gibt es natürlich, wie gesagt, unsere Nutzungsbedingungen, das ganz normale Gesetz und so, da muss man sich halt dran halten. Aber jeder Mensch ist grundsätzlich auf Human Connection willkommen und wir wollen da gar keinen ausschließen. Wir sind jetzt auch nicht sozusagen nur das Netzwerk, wo man sagt, ich möchte jetzt irgendwie was verbessern und jetzt gehe ich da rein und wenn ich das irgendwie nicht will, dann gehe ich da halt nicht rein, sondern es wird ja viel inspiriert und ich glaube, Menschen, die halt vielleicht da reingehen, weil sie einfach sagen, ich möchte täglich da meine Katzenbilder posten oder mein Mittagessen, die kriegen ja trotzdem die Inspiration und dadurch passiert ja was mit denen. Also von daher auch gerade die sind natürlich alle sehr herzlich willkommen, die vielleicht jetzt gar nicht sagen, ich habe jetzt irgendwie Großes vor und ich möchte vielleicht Facebook reizt mich jetzt nicht mehr, ich möchte mal rübergehen und machen halt sozusagen solche Themen. Alles okay. Also es gibt insgesamt 16 Themengebiete und damit ist halt alles umfasst. Da ist natürlich Tierschutz, Umweltschutz, Demokratie und Politik, Menschenrechte und Gerechtigkeit, also solche Themen drin, aber auch Vergnügliches, Just for Fun, Sport, Kunst und Kultur. Und man kann im Endeffekt posten, was man möchte. Also auch Thema Meinungsfreiheit ist uns ganz, ganz wichtig, dass wir nicht sagen, nee, wenn jetzt jemand postet, keine Ahnung, im Innern der Erde gibt es irgendwie auch irgendwelche Rassen oder was, die da leben, Menschen. Und wir sagen, ja, das ist aber Quatsch. Nee, das ist erstmal eine freie Meinungsäußerung. Damit verletzt er niemanden und damit verstößt er auch nicht gegen das Gesetz oder gegen sonst was. Darf er das natürlich posten. Ne? Und deswegen ist es halt für uns wichtig, alle Menschen, also wir freuen uns über jeden, der auf Human Connection einfach mitmacht und das ganze Netzwerk halt bereichert, sodass möglichst auch ein großer Querschnitt der Gesellschaft einfach auch abgebildet wird durch Human Connection. Und wie gesagt, ich denke, durch die Tools, die da sind, die wirklich neuartig sind, die wir so auf den Netzwerken nicht bisher haben, wird auch dann einfach was passieren, dass man, du hast es vorhin auch gesagt, dass man plötzlich merkt, ach guck mal, so ein freundlicher Umgang ist ja irgendwie viel besser. Ich muss mir hier nicht irgendwie komisch mit jemandem fetzen und anschreien oder komische Ausdrücke benutzen. Das bringt ja gar nichts, sondern ich merke auf einmal, oh ja, guck mal, das ist hier friedlich und das ist sachlich und es gibt eine ordentliche Diskussion und fühle mich hoffentlich dann eben viel, viel wohler. Ne? Ich kann mir eben gut vorstellen, dass bei vielen Menschen das dann irgendwie Klick macht. Und die plötzlich sagen, wow, das ist ja hier wirklich was anderes, weil im Endeffekt will doch jeder, also was Friedliches und Freundliches. Also es gibt doch nicht die Menschen, die nur Krieg und Kampf und Aggression und Gewalt wollen. Ne? Also zumindest vielleicht 0,00 irgendwas Prozent, aber 99,999% wollen das eben nicht. Und insofern hoffe ich, dass so viele Menschen wie möglich einfach, wenn das Netzwerk fertig ist, öffentlich ist, da reingehen, sich das anschauen. Und ja, dann so viel Begeisterung empfinden, dass sie einfach dranbleiben, mitmachen, ihren Freunden, Verwandten, Kollegen erzählen, dass halt Human Connection wirklich dann ganz, ganz schnell wächst. Und von den Funktionen, was du gefragt hast, also es gibt halt, ich sag mal, Feature, wie jetzt Pro-Kontra-Diskussion, es wird Abstimmungen geben, also sehr viele verschiedene Feature, um einfach, wie gesagt, diesen Umgang auch friedlich hinzubekommen und einfach auch viel Positives dort zu stiften. Was es zum Beispiel nicht geben wird, du hast vorhin das Thema Gruppen angesprochen. Also bei Facebook gibt es ja Gruppen und auch sowas wie geschlossene Gruppen, wo man dann sozusagen nur also reinkommt, wenn man auch reingelassen wird vom Admin. Da ist Human Connection eben auch wieder ein bisschen anders aufgebaut. Wir sagen, wir möchten ja das Wissen von den Menschen teilen. Und nicht sozusagen abschotten, dass irgendeine Gruppe da sich bildet, die dann im Geheimen, sage ich jetzt mal, im Geschlossenen irgendwas macht und andere kriegen das gar nicht mit. Deswegen haben wir uns bewusst dafür entschieden, sowas nicht zu machen, sondern wir wollen bitte, das Wissen soll geteilt werden. Und was es geben wird, was so ein bisschen angelehnt ist an so eine Gruppenthematik, das wird sein das Thema Projekte. Das heißt, wenn ich jetzt ein spezielles Projekt initiieren möchte, wo ich sage, da suche ich Leute für dieses Projekt,
Dann hat man in diesem Projekt die Möglichkeit, natürlich eine spezielle, also spezielle Leute dann anzusprechen, die sich diesem Projekt anschließen. Aber das ist halt immer öffentlich. Das ist nicht irgendwie dann sozusagen ein geschlossenes Projekt, sondern es ist dann immer öffentlich. Ja, sehr schön. Die Transparenz ist da sehr, sehr wichtig. Oh, finde ich sehr okay. Danke. Ja, du sprichst da ganz wesentliche Punkte an, dieses Öffentliche. Mir fällt dazu noch die Datenschutzverordnung ein. Das heißt ja letztendlich, wir dürfen ja gar nicht mehr groß teilen von irgendwelchen Quellen. Heißt das, dass bei euch bei Human Connection denn alles selber schreibbar sind? Oder wie sieht das Verhältnis aus mit den Teilen von Fremdmedien? Du meinst wahrscheinlich diese Upload-Filter-Geschichte, ne? Also Datenschutz, klar, die DSGVO gilt für uns natürlich auch und wir haben auch einen Datenschutzbeauftragten, der sich da sehr darum kümmert, dass wir natürlich komplett gucken, dass wir dort alle datenschutzrechtlichen Themen eben organisieren auf Human Connection, dass es alles vernünftig gehandelt wird. Ganz klar, Pflichtvoraussetzung. Zum Thema Upload-Filter, das ist ja das, was jetzt hier Artikel 13 oder also später Artikel 17 aus der EU-Verordnung jetzt in den letzten Wochen, Monaten da heiß diskutiert wurde und wo auch die Demos waren. Da sieht es nach aktueller Lage so aus, dass wir davon nicht betroffen sind, weil wir eben gemeinnützig sind. Und das wird jetzt erst ja noch in die nationalen Gesetze überführt, diese europäische Richtlinie. Das heißt, wir können das noch nicht abschließend sagen, aber momentan sieht es so aus, als wenn wir nicht davon betroffen sind. Das heißt, natürlich gilt auch das Urheberrecht und wenn jemand jetzt irgendwie was bei uns postet, was gegen das Urheberrecht verstößt, dann und jemand meldet das, dann müssen wir natürlich reagieren und es runternehmen, so wie es jetzt bei allen bisher auch war. Aber wir müssen nicht, wie es dann die anderen machen müssen, im Zeitpunkt des Uploads, deswegen auch Upload-Filter, dann schon feststellen, ah, das ist eine Urheberrechtsverletzung oder das könnte vielleicht eine sein, wir lassen diesen Beitrag gar nicht zu. Da sind wir, wie gesagt, zu sehr hoher Wahrscheinlichkeit, Gott sei Dank, nicht von betroffen. Das bedeutet für mich jetzt, ich habe die Informationen gehabt, wir hatten ja ein Forum zum Beispiel bei uns auch gestartet, was sehr gut gelaufen ist. Jedoch die Gefahr ist, wenn jemand anders irgendwas schreibt, bin ich derjenige, der bestraft wird. Ich muss den Kopf hinhalten, weil die Plattformbetreiber dementsprechend angegangen sind. Aber du sagtest jetzt auch noch das schöne Wort, gemeinnützig zu sein. Das ist ja OKTalk auch und da verhält sich das anders und das wusste ich nicht. Da habe ich jetzt wieder was Neues gelernt. Jedoch Ja. das Forum, ne, ist immer so eine Gefahr. Wir haben es deaktiviert. Gibt viele, die das gemacht haben. Das hat auch, glaube ich, nicht mal tatsächlich was mit dem Upload-Filter dann zu tun, sondern dann ist es schon richtig, dann geht es ums Thema Datenschutz, eben um das Thema personenbezogene Daten und so weiter. Und da haben viele halt gesagt, das ist mir viel zu heiß, was da die DSGVO alles vorschreibt. Das kann ich alles nicht einhalten, dann muss ich halt mein Forum deaktivieren. Also da ist tatsächlich das Thema Datenschutz dann, was du beschrieben hast, das Richtige. Ja, also das ist auch ein für mich ganz, ganz fürchterliches und schreckliches Thema, sage ich ganz offen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir eben da den Datenschutzbeauftragten haben und noch den bei uns den IT Leiter, den Martin Döring, der auch zertifizierter Datenschutzbeauftragter ist und da auch noch immer ein Auge drauf hat, dass wir dort eben alle Dinge einhalten. Aber es ist wirklich ja extremst komplex und man muss da auf verdammt viele Dinge achten, dass das alles funktioniert. Also von daher kann ich die Entscheidung sehr gut nachvollziehen, zu sagen, komm, wir schließen das Forum, bevor da dann die dicke Strafzahlung fällig wird. Ja, das muss man nicht fordern. Daher haben wir uns ja auch ein bisschen zurückgezogen aus diesem Milieu des Forums. Schön, dass du das verstehst. Alexander, Roman, sonst hätte ich noch eine andere Frage. Alexander, mal gucken, ob er was sagt. Ja, mir kommt gerade ein Gedanke in Bezug auf Projekte. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, also wenn jetzt rein theoretisch irgendjemand jetzt ein Projekt, eine Projektidee hat, um für Menschen etwas Gutes zu tun, sage ich jetzt mal, dann kann jemand sich an Human Connection wenden und ihr helft dann praktisch, dass dieses Projekt dann auch realisiert werden kann. Verstehe ich das richtig?
Ja, so ähnlich. Also der stellt einfach selber dieses Projekt auf Human Connection ein. Also du kannst dich eben, wenn du dann User von Human Connection bist, sagst du einfach, ich möchte jetzt nicht einen Beitrag erstellen, ich möchte jetzt ein Projekt erstellen. Und dann erstellt er das Projekt, wo er sagt, in 2 Wochen brauche ich halt 5 Leute und ich will einmal hier bei uns durch den Stadtpark und den ganzen Müll einsammeln. Ne, jetzt mal ein kleines Projekt. Ne, und dann können sich halt eben Leute für dieses Projekt melden und sagen, jawohl, ich helfe da mit und so weiter. Und wenn der dann eben, ich sag mal, dann für diese Leute im Projekt einen Beitrag macht, wo drin steht, wann man sich trifft und so weiter und was man irgendwie mitbringen soll, dann lesen das halt die Leute. Ne, das ist dann ähnlich, als würde das so eine Gruppe sein, aber es ist halt dann sozusagen für ein spezielles Projekt das Ganze gedacht. Und also Human Connection ist eben vom Netzwerk her so konstruiert, dass natürlich dann die Leute vielleicht auch eben dann auf dieses Projekt stoßen, weil sie einen Artikel über, ich sage jetzt mal, Vermüllung in Stadtgärten was gelesen haben. Und dann sehen, okay, das ist ja wirklich blöd. Und dann drücke ich eben den Action-Button und sehe dann, ach, guck mal, da ist ja ein Projekt, da wird ja was gemacht, cool, dann kann ich mich da anschließen. Ne, so ist sozusagen ja dieser Action-Button konstruiert. Immer die Leute von der Information, wenn sie sich sagen, das ist für mich ein spannendes Thema, da möchte ich irgendwie aktiv werden, dass man nur diesen einen Mausklick machen muss und sieht sofort, ah, guck mal, da gibt es eine Organisation, die macht da was, da gibt es ein Projekt, da kann ich mich anschließen. Da gibt es vielleicht irgendwie einen Stammtisch, da wird über diese Problematik gesprochen und dann irgendwie was weiteres draus entschieden. Also ganz, ganz verschiedene Dinge. Ich kann selber vielleicht irgendwas tun, wenn es jetzt ums Bienensterben geht, kann ich meinen Garten, wie kann ich den bienenfreundlich anlegen? Also ganz, ganz verschiedene Themen, um den Leuten einfach zu zeigen, du kannst was machen, du kannst was beitragen, dass es besser wird. Weil ich glaube, bei ganz, ganz vielen Menschen ist mittlerweile ja so eine Ohnmacht entstanden, dass man sagt, oh, das sind alles so große Probleme, da kann ich überhaupt gar nichts tun. Und das wollen wir aufbrechen und sagen, nein, jeder hat diese Selbstwirksamkeit, jeder kann was tun und das hat auch eine Bedeutung, dass das wird was bewirken. Und wenn dann auf so einem Netzwerk natürlich viele sind, hat es natürlich einfach diesen großen Effekt, dann ist es nicht nur einer, der das tut, sondern sind es halt viele, die was tun und man sieht diese Veränderung dann auch sofort. Oder kann es dann natürlich auch dokumentieren und wieder zeigen, was da passiert ist. Und dann fühlen sich andere noch mehr inspiriert und sagen, ja, guck mal, das bringt ja richtig was. Da sind ja wirklich Leute, die jetzt aktiv da was tun. Und so denke ich eben auch, was ein ganz, ganz großer und wichtiger Aspekt ist, dass das alles das, was an Gemeinnutzen schon da ist, jeder kleine gemeinnützige Verein in jeder Stadt, auf dem Dorf teilweise, das sind ja oftmals auch viel, also fast nur ehrenamtliche Mitarbeiter, die haben wenig Zeit, immer wenig Geld. Das heißt, die sind ja, also die haben immer das Problem, wer sieht die, wer weiß, dass es die gibt, dass es da Leute gibt, die sich ja schon engagieren, wo ich mich anschließen kann, die vielleicht unterstützen kann. Und durch Human Connection wird diese Sichtbarkeit natürlich um ein Vielfaches erhöht, weil wenn ich was lese zu einem Problemthema und drücke den Action-Button, dann sehe ich plötzlich die Organisation, die sich genau mit dem Problem ja schon beschäftigt und ich sehe, ach guck mal, da gibt es schon was. Da kann ich jetzt mithelfen, da kann ich mich anschließen. Oder wenn ich keine Zeit habe, aber dafür vielleicht ein bisschen mehr Geld, sage ich, die kann ich jetzt finanziell unterstützen. Aber ich sehe sie, ne, wo ich vorher gar nicht wusste, dass es sowas gibt. Ja, genau. Dann habe ich das doch richtig verstanden, weil mir fällt nämlich gerade ein, es gibt nämlich noch eine andere Internetseite, wo man sich auch anmelden kann, wo ich auch angemeldet bin, wo es im Prinzip genau um dasselbe geht. Und weil ich gehe nämlich schon eine ganze Weile mit einem bestimmten Projekt schwanger, wie man so sagt, und habe dann mal so einen Aufruf gestartet, aber irgendwie kommen die Menschen dann nicht so richtig in den Gang. Und irgendwie finde ich da nicht so wirklich jemanden, weil das ein Projekt ist, das ich nicht alleine machen kann, was ich auch gar nicht alleine machen will. Was damit zu tun hat, dass ich eigentlich meinen Teil dazu beitragen möchte, dass die Menschen eben ja erkennen, was wirklich los ist. Und dementsprechend habe ich mich da angemeldet, aber das funktioniert eben nicht. Aber zumindest bis jetzt nicht. Also ich habe zwar Antworten bekommen, aber das geht jetzt nicht. Da heißt es denn, ja, ich würde ja gerne, aber ich kann nicht. Habe ich jetzt von 2 Leuten gehört. Und weil denn Arbeit dazwischen hängt oder sonst irgendetwas, dann hoffe ich, dass das Prinzip bei euch besser funktioniert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das hoffe ich auch sehr. Auf jeden Fall. Gut Ding braucht Weile. Ein bisschen Geduld dürfen wir alle haben. Das ist auch bei uns mit der Plattform so.
wir würden viel mehr machen wollen. Wir sind ja sogar im Dezember zu schnell gewachsen. Uns haben die Menschen gefehlt, sonst hätten wir heute schon eine OKMeet und eine OKTube mit interaktivem TV, ohne dass man sich was runterladen sogar muss. So weit waren wir schon. Ja, und dann hat's gemenschelt und die Menschen haben gefehlt. Und das ist ja auch da, wenn die Zuhörer neugierig werden und uns unterstützen. Nur eure Zeit würde uns schon enorm Gutes bringen. Ich schaue auf die Uhr und ich habe gleich noch eine Frage. Ich möchte nämlich auch wissen, wie groß euer Team ist und wer ist euer Team. Aber das machen wir, denke ich, nach der Musikpause. Oder was sagst du? Ja, das geht, glaube ich, ja relativ schnell. Also, wobei ich habe also fast ein bisschen den Überblick verloren. Nicht, weil das so viele sind, aber weil sich doch so ein bisschen was getan hat in letzter Zeit, dass doch auch Leute dann dazugekommen sind, gerade im Softwareentwicklungsbereich, was halt super ist, weil das ist natürlich das Entscheidende, dass das Produkt als solches weiterentwickelt wird, jetzt so schnell wie möglich, dass wir so schnell wie möglich in diese öffentliche Version kommen. Also ich würde jetzt mal sagen, inklusive ehrenamtlichen Mitarbeitern und so weiter, und auch externen Unterstützern sind wir, glaube ich, schon bei knapp 15 jetzt angekommen. Schon eine gewisse Teamgröße hat. Wir sind ja auch alle total verteilt. Also wir sitzen jetzt nicht alle 15 Leute in einem Büro, sondern jeder sitzt quasi bei sich. Und von Hamburg, Berlin über Aachen und Frankfurt, Stuttgart oder Weilheim, der Dennis eben selbst und meine Frau und ich in Karlsruhe, sind wir wirklich da komplett über Deutschland verteilt im Support, oder nicht im Support, in der Entwicklung haben wir sogar Leute, einer sitzt da kurz oder vor Brasilien auf irgendeiner Insel, unterstützt uns von da aus, also das ist schon spannend. Also das ist so die Teamgröße aktuell und wir planen aber natürlich auch noch weiter zu wachsen, gerade wenn es dann in die öffentliche Version geht, was das Thema Support einfach angeht, dann IT-Betrieb, dass das gewährleistet ist, IT-Security, solche Themen. Also da müssen wir sogar noch ein bisschen dann größer werden. Ja, da braucht ihr mit Sicherheit noch Menschen. So ist es ja auch in den Netzwerken. Natürlich ist es wichtig, jetzt seid ihr erstmal ein kleines Team, das, so sage ich. Wir sind wir ja aber OKTalk auch. Aber da kann man wenigstens eine gesunde Struktur erstmal aufbauen. Ein kleines Team ist besser, wie dann gerade ein internes Team, sage ich mal, braucht man ja auch. Und dann die Teams, die sich nachher dann kristallisieren, auch aufgebaut zu werden. Genau. Wunderbar, wunderbar. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal Musik. Du hast nämlich auch Musik mitgebracht und das freut mich. Den Udo Lindenberg hast du mitgebracht. Wir ziehen in den Frieden und das machen wir jetzt gemeinsam. Musik ab, bis gleich. Ja, da sind wir wieder zurück, Human Connection, und wir haben heute den lieben Hardy, ja, Entschuldigung, Hardy, manchmal mit meinem Namen, ne, da komme ich auch mal in Zungenstolperer herein. Ja, auch den Nachnamen hast du vorhin nicht so ganz richtig gesagt, also Grönefeld, und du hast, glaube ich, gesagt Grönewold, aber nicht schlimm. Ja, dafür sind wir ja da auch, ne, um uns aufmerksam zu machen. Ja, erstmal, das ist Lied erstmal ganz, ganz toll. Es geht hier um Frieden, keine Diskriminierung und das Ganze, das für den Frieden kann man nur sein, was uns ja auch nur weiterbringt. Ich möchte mal auch fragen, wie geht ihr mit Themen um? Gibt es bei euch Tabuthemen und darf man über Politik reden, so diese Art, wo ist bei euch die Grenze? Kann man vielleicht mit ein paar Worten vielleicht sagen und die Themen, was gibt es da bei euch? Das ist auch eine sehr, sehr gute Frage und das kommt oft auch in den Gesprächen. Interessanterweise, muss ich sagen, kommt das oft in den Gesprächen, weil also wir haben ja in Deutschland per Grundgesetz garantiert die Meinungsfreiheit. Und das ist ja auch ein extrem schützenswertes und hohes Gut, was ja ganz, ganz fundamental und wichtig ist. Und wir möchten natürlich ganz klar auf Human Connection auch dieses hochhalten und sagen, es gilt die Meinungsfreiheit. Was man eigentlich gar nicht sagen müsste, aber ich sage es trotzdem immer noch dazu, natürlich muss man sich ans Gesetz halten. Ne, ich kann jetzt nicht irgendwelche Posts machen mit Hakenkreuzen drin, weil das ist halt gesetzlich verboten. So, und wenn das jemand macht, dann wird das natürlich sofort rausgenommen und auch sofort zur Anzeige gebracht, weil es ist halt eine Straftat. Oder wenn jemand zum Mord aufruft oder sowas, das ist ja klar. Und dann gibt es eben unsere Nutzungsbedingungen, die kann man auch nachlesen. Die sind auch wenn du auf dieser Login-Seite vorne auf der Alpha saßt, unten sind diese Nutzungsbedingungen. Und von den Nutzungsbedingungen kommst du dann zu unserem Code of Conduct, also zum Verhaltenskodex. Und da haben wir zum einen mal formuliert, was
unser erwartetes Verhalten ist. Da steht dann sowas drin, dass wir gerne eben einen freundlichen und vernünftigen Umgang haben wollen. Und dann steht aber auch drin, was sozusagen ein nicht geduldetes Verhalten ist. Und da stehen dann Sachen drin wie klar pornografische Sachen, exzessive Gewaltdarstellung, diskriminierende, rassistische Äußerungen und sowas. Das tolerieren wir nicht. Und dann ist immer die spannende Frage, ja, wer beurteilt es denn, ob jetzt was exzessive Gewaltdarstellung ist oder ob das eigentlich noch im Rahmen ist? Und da machen wir eben was ganz Besonderes auch aus meiner Sicht, dass wir sagen, wir als Team oder so, warum sollten wir das entscheiden? Wir sind ja auch nur, ja, hat da jeder seine Meinung dazu. Und dann wäre es immer sozusagen aus diesem Team heraus entschieden. Und da nehmen wir einfach die Community und sagen, jeder Nutzer kann sich auch als Moderator registrieren, dass er in dem Netzwerk mit moderieren möchte. Und dann kriegt er so ein kleines Online-Coaching, was er dazu wissen muss, auch wie es funktioniert und so weiter. Und dann würde Folgendes passieren. Irgendjemand postet etwas und ein anderer User sagt, das ist exzessive Gewaltdarstellung und meldet diesen Beitrag. Dann wird diese Meldung von diesem Beitrag an eine möglichst hohe Anzahl an im Netzwerk gerade online befindlichen Moderatoren weitergegeben mit der Bitte, Leute, schaut euch das bitte an und sagt uns, ist das exzessive Gewaltdarstellung aus eurer Sicht oder ist das nicht? Und wenn dann eine bestimmte Anzahl von Moderatoren eben darüber abgestimmt hat, dann gilt das Ergebnis nach Mehrheitsprinzip. Ne, wenn 51% sagen, ja, das ist exzessive Gewaltdarstellung, dann wird der Beitrag eben deaktiviert. Und wenn 51% oder mehr sagen, nein, das ist in Ordnung, dann bleibt der Beitrag stehen. Ne, sodass wir da ganz klar basisdemokratisch vorgehen möchten, sehr stark eben, dass es nicht manipulierbar ist, weil diese Auswahl an Moderatoren erfolgt per Zufallsgenerator. Und das ist, glaube ich, was ganz, ganz Besonderes, was natürlich zum Beispiel bei Facebook ganz anders ist. Ne, jemand meldet einen Beitrag und plötzlich erfahre ich als Nutzer, mein Beitrag wurde gelöscht. Und ich habe keine Ahnung, wer das jetzt gelöscht hat, wer darüber entschieden hat, kann auch mit keinem da irgendwie sprechen oder so. Und bei Human Connection weiß ich, okay, jetzt hat eine hohe Anzahl an zufällig ausgewählten Moderatoren gesagt, okay, das geht nicht, das muss runtergenommen werden. Und dann wird das runtergenommen. Ja, weißt du, wo du das so sagst mit dem Löschen, da bin ich ja immer so traurig, das sollen ruhig die Zuhörer sehen. Erst nochmal Hallo an die neuen Zuhörer, die zugeschaltet haben. Auch ihr dürft in den Chat einsteigen, Telefonnummer 0043 Österreich 720-518-19 und die 7. Telefon findet ihr auch auf der OGTOX-Seite. Und ja, vielleicht ruft ihr heute noch hier wer an. Ja, man hat ja bei OGTOX mal unsere Fanseite von über 8000 Likes gelöscht. Ohne Wenn und Aber, keine Reaktion auf irgendeine E-Mail. Ja, du wolltest was sagen? Nee, ich war gerade nur sehr erstaunt. Das wusste ich nicht. Ja, wir hatten über 8000 Likes, ging schon an die 8500, 600 Likes hin. Die hat man uns einfach gelöscht. Und es ist einfach nur traurig und dass Facebook nicht mal eine Reaktion gezeigt hat. Ja, dann hat man unsere Gruppe mal so eben um 3000 Menschen erleichtert, auch vor gut 3 Monaten ungefähr. Und keine Reaktion. Nee. Es wird nur geschrieben, fremde Leute, die eingeladen worden sind von jemand anders, werden jetzt hier gelöscht. Nee, das habe ich noch als Aussage bekommen und das waren dann wohl über 3000 Menschen. Ja, so ist das. Also ich habe da ähnliche Erfahrungen auch gemacht mit Facebook. Also einfach nur durch Posten von bestimmten Themen teilweise wurde ich dann gesperrt. Also nicht mal sozusagen komplett gesperrt. Da kenne ich einen Freund von mir, der ist jetzt gerade komplett gesperrt worden für irgendwie eine Woche oder so oder ein paar Tage. Bei mir war das so. Und das ist, möchte ich ganz kurz erzählen, weil es wirklich spannend ist. Ich wurde dann gesperrt für das Posten in Gruppen, in Facebook-Gruppen. Ich konnte in meiner eigenen Chronik weiterhin posten, aber ich konnte nichts in Gruppen posten. Und das war dann auch gleich irgendwie 14 Tage. Und was ich dann durch Zufall nur festgestellt habe, jeder einzelne Beitrag, den ich, seit ich auf Facebook bin, in irgendeiner Gruppe gepostet habe, den konnte ich noch sehen, aber für alle anderen Facebook-Nutzer waren alle Beiträge, die ich bisher in Gruppen gepostet habe, unsichtbar für diesen Sperrzeitraum. Aber das hat mir Facebook nicht gesagt. Das habe ich wirklich durch Zufall dann rausgefunden, weil eine Freundin von mir irgendwie sagte, Mensch, du hast doch neulich da und da was gepostet, das würde ich gerne nochmal teilen. Ich finde das aber nicht mehr. Ich gucke rein und schreibe ihr, doch, da ist doch der Beitrag und so, ist doch da. Warum siehst du den denn nicht? Ne? Und dann sagt sie, nein, bei mir ist der nicht, da ist der, dann ist der, dazwischen ist kein Beitrag.
Und dann habe ich es nochmal mit meiner Frau überprüft und sie hat geguckt und ich habe gesehen, nee, der Beitrag ist bei ihr nicht da. Dann habe ich noch ein paar Freunde angerufen und keiner hat diesen Beitrag gesehen. Dann habe ich natürlich andere Beiträge überprüft, die ich irgendwann mal gepostet habe in Gruppen. Die waren für mich immer sichtbar. Da stand auch nicht irgendwie ein Hinweis, die sind nur für mich sichtbar oder so. Aber jeder andere hat den nicht gesehen. Für die gesamte Sperrzeit. Nach der Sperrzeit waren die wieder da. Aber die Meldung von Facebook war nur, ich bin für das Posten in Gruppen jetzt gesperrt. Aber nicht, dass diese Beiträge alle unsichtbar sind für die Zeit. Ne, und das sind so Sachen, da denke ich, wow, also ja, nicht schön auf jeden Fall. Nein, das sind überhaupt keine schöne Sachen. Da sieht man, ne, wie sozial, ne, das Wort wird ja dadurch missbraucht. Ne, brauchen wir gar nicht weiterreden. Der ORF hat gesagt, er zieht sich, ist im Übrigen, wer den ORF nicht kennt, der größte Sender wie ARD in Deutschland, der hat gesagt, er zieht sich aus Facebook zurück mit der Begründung, weil Facebook Fakes macht mit Zahlen und verfälscht. Aber ich muss dahinter sagen, lieber ORF, ihr aber auch. Ja, vielleicht nicht in der Form, weil ihr nicht Facebook seid, aber auch anders. Das darf man hier ruhig mal sagen. Das heißt, ich will euch damit aber nicht beleidigen. Ihr dürft auch hier mal eine eigene Nase fassen, wie öffentlich-rechtlich und sozial ihr auch seid. So, jetzt bin ich schon wieder ganz leise. Ja, also bei Facebook darf man halt eine Sache nie vergessen. Das ist halt das ist ein Wirtschaftsunternehmen und die haben ein Ziel, die wollen Profit erwirtschaften. Und alles wird halt auf Facebook so angelegt, dass möglichst viel Profit erwirtschaftet wird. Und dann erklärt sich auch schon ganz, ganz vieles. Ne? Und man darf halt auch nie vergessen, dass die Algorithmen, die Facebook hat, was wird mir wann wie angezeigt, was wird mir nicht angezeigt und so weiter. Die kennt keiner. Das ist ja eben nicht offen. Das ist nicht Open Source. Das sind Dinge, das ist ein Facebook-Geheimnis. Und da komme ich niemals dahinter. Es sei denn, ich werde Programmierer bei Facebook. Sonst erfahre ich das nicht, wie das funktioniert. Und wenn man sich das alles mal bewusst macht, dann kann man sicherlich, wenn man das weiß, Facebook noch nutzen, um irgendwie zu gucken, was der Freund gerade im Urlaub so macht oder was er gerade isst. Aber dann weiß man schon, dass, wie gesagt, Facebook uns nicht irgendwie in irgendeiner Weise helfen wird, dass sich irgendwas an den Problemen auf dieser Welt verändern und verbessern wird. Ja, das will man gar nicht. Ich sehe der Roman. Roman, bitte. Ja, ich erlebe ja auch aus eigener Filmproduzent und auch Kollegen von mir viele Martyrien bei Facebook und bei YouTube. Facebook, wissen wir alle, hat sich total gewandelt. Wenn man da nicht gewiss Mitglied wird und Beiträge bezahlt, dann wird man erstens bei Facebook nicht mehr nach oben gelistet, was ja früher nicht so war. Und ich als Sendungsmacher, auch wenn ich zum Beispiel jetzt einen Film fertig habe und möchte bei Facebook in Gruppen posten unter gewissen Kommentaren, die dazu passen, und dann vielleicht schon 20 Mal so ein Post-Kommentar oder ein Post direkt von meinem Film gepostet habe und eine gewisse Anzahl davon übersteigt, dann werde ich als Spammer gewertet. Und als Spammer werde ich dann nicht mehr gewertet, wenn ich eben Geld entrichte bei Facebook. Und dabei ist mir schon oft genug passiert, dass ich auch wieder eine Woche oder 14 Tage geblockt wurde und erst dann wieder freigeschalten wurde. Ja. Und es ist auch ein Malheur, das mit denen auch einmal als versteckt zu gelten. Ja. Dasselbe Problem ist ja YouTube auch mittlerweile so. Meine Aufrufezahlen sind richtig ins Lächerliche gerückt, weil einfach die Listung komplett ja, ungerecht verteilt wird. Kollegen wie Kulturstudio wurden auch schon Kanäle gelöscht, nicht nur Facebook, auch auf YouTube. Und da habe ich jetzt eine brennende, interessierende Frage, die was der Sendungsproduzenten, Sendungsmacher wie mich sicher interessiert, in Bezug zur Human Connection. Wie wird es so mit Videoportalen bei euch auch sein? Natürlich qualitative und Kosten. Man braucht ja gute Server und die sind mit großen Kosten verbunden. Wird da Human Connection auch etwas anbieten können? Natürlich wird es die Listung bei YouTube nicht ersetzen können. Die hat einfach die höchste Videolistung. Aber wenn ich da auch schon geblockt werde, dann nützt mir das eh nichts mehr. So würde ich ja dann wenigstens bei Human Connection einen gewissen Anklang finden an interessierten Menschen. Werdet ihr auch so eine Art Serverleistung und Qualität bieten können, so ein Videoformat? Auch eine gute Frage, ist aktuell nicht geplant.
will ich jetzt aber nicht für alle Zukunft ausschließen. Aber momentan ist ja nicht geplant. Man kann halt aus jedem anderen Videoportal einfach die Verlinkung setzen. Muss nicht YouTube sein, kann ja auch Vimeo sein oder Steemit oder was auch immer. Aber dass wir eigene Server machen, wo dann die Videos drauf gehostet werden, quasi eine Alternative zu YouTube, ist momentan nicht geplant. Da sind einfach jetzt die ganzen anderen Themen deutlich in der Priorität vorne. Aber wie gesagt, vielleicht kommt es irgendwann oder jemand sagt, ich möchte das gerne machen und flanscht das sozusagen an Human Connection an, dann ist das sicherlich denkbar. Also auch das ist ein wichtiges Thema. Wir möchten ja Schnittstellen haben zu anderen Organisationen, zu anderen ja, gemeinnützigen Organisationen, zum Beispiel Democracy Deutschland e.V. Wird der eine oder andere hoffentlich kennen. Die haben ja diese ganz wunderbare App gemacht, momentan halt nur für Deutschland, für den Deutschen Bundestag, wo man eben jede Bundestags, jetzt mache ich ein bisschen Fremdwerbung, jede Bundestags, jeden Beschluss dort also mitsehen kann. Also man sieht im Endeffekt das, was der Bundestagsabgeordnete sieht und kann jetzt selber sagen, wie würde ich denn entscheiden, wenn ich jetzt im Bundestag sitze? Und macht halt diese Entscheidung und sieht dann genau, wie hat die Community entschieden? Wie hat jetzt der Bundestag, also wenn die Entscheidung dann irgendwann durch ist, wie hat der Bundestag entschieden? Wie haben die Fraktionen entschieden? Wie deckt sich sozusagen mein Verhalten mit dem Fraktionsverhalten der einzelnen Fraktionen? Wie deckt es sich mit meinem persönlichen Bundestagsabgeordneten aus meinem Wahlkreis? Also ganz, ganz spannend. Und da haben wir halt auch eine Schnittstelle gebaut, dass diese Sachen automatisiert dann in Human Connection drin sind. Und da kann man sich natürlich auch vorstellen, dass eben aus anderen, entweder aus anderen sozialen Netzwerken, die gemeinnützig unterwegs sind, oder irgendwelche Nachrichtenplattformen, dass automatisiert die Inhalte auch in Human Connection reinkommen, sodass auch die Verbreitung einfach noch mehr dadurch wird. Das ist vielleicht noch ganz kurz so zum Thema, weil das gerade so ein bisschen angesprochen wurde, ist Schnittstellen und was man da noch machen kann. Also da sind wir sehr, sehr offen und fördern auch, und das ist auch noch ein wichtiges Thema, dass andere Leute einfach sagen, dieser Code ist ja Open Source. Und wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich habe irgendwie eine riesengroße gemeinnützige Organisation, nehmen wir jetzt mal Greenpeace, die werden es wahrscheinlich nicht machen, aber sagen wir es mal. Und die sagen, für uns als Greenpeace wäre so ein Netzwerk ja auch super, einfach für unsere Mitglieder, dass die Mitglieder sich da austauschen können, über Themen sprechen können und so weiter. Die können und sollen auch natürlich gerne diesen Code einfach nehmen und selber auch so ein Netzwerk machen. Das kann dann komplett eine Standalone-Lösung sein, kann natürlich auch wieder Schnittstellen zu Human Connection haben, dass man dann, wenn man in dem Greenpeace-Netzwerk als Greenpeace-Mitglied was postet, sagen kann, nur im Greenpeace-Netzwerk oder soll der Beitrag direkt rübergehen in Human Connection rein. Ne, das ist so durchaus denkbar, dass man da auch wieder dann Schnittstellen baut. Und je mehr solcher Netzwerke entstehen, desto besser. Deswegen auch da sagen wir, ne, teilen, teilen, teilen. Also jeder, der sowas machen will, ist herzlich eingeladen, sich einfach den Code zu nehmen, dann bei sich das Ganze aufzuziehen. Jeder profitiert ja dann auch davon. Wenn dann dieses eine Netzwerk sagt, wir entwickeln jetzt noch diese Funktionalität, das ist ja auch wieder Open Source, wir können es wieder übernehmen, bei uns einbauen, haben auch die Funktionalität. Und der dritte, vierte, fünfte genauso. Und so kann da wirklich was richtig Tolles draus entstehen, dass viele da mitmachen, entweder direkt in Human Connection oder wie gesagt ein eigenes Netzwerk sich bauen auf Basis des gleichen Codes, weil er ja dann schon da ist, ne, dann ist es praktisch kein Aufwand mehr, nur noch ein bisschen adaptieren. Wir planen zum Beispiel auch, ich schweife jetzt ein bisschen ab, aber ich hoffe, das ist okay. Wir planen zum Beispiel auch Schulnetzwerke zu machen. Also, dass eine Schule ein Netzwerk hat, was auf dem Human Connection Code basiert, natürlich dann ein bisschen anders von der Struktur von innen ist, dass man sagt, ich habe jetzt nicht die Themengebiete Demokratie und Politik und Umweltschutz und so weiter, sondern die Themengebiete heißen dann Mathematik, Erdkunde, Geschichte und so weiter. Und ich habe dann als Nutzer vielleicht unterteilt Lehrer, Schüler und Eltern. Ne? Und dann kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt mal wissen, was die Lehrer im Bereich Mathematik eigentlich gepostet haben. Und dann kann ich da reinschauen. Und dann kann man natürlich auch wunderbar Pro-Kontra-Diskussionen machen oder Abstimmung machen. Wo soll die nächste Klassenfahrt hingehen? Was auch immer. Also da ist der Fantasie eigentlich keine Grenze gesetzt, dass man so eine Art von Netzwerk zum Beispiel für Schulen macht, für Universitäten. Von mir aus auch für Ärzteverbände, dass die da ihre Themen, ihre verschiedenen Themen drin haben, ne? Sei es jetzt eben innere Medizin oder dann irgendwie Hautarztthemen, was auch immer. Also ne, das Ganze ist sehr, sehr, sehr gut adaptierbar für ganz, ganz viele Einsatzzwecke. Und genau das möchten wir natürlich auch fördern. Wenn da Leute Interesse haben, zu sagen, wir möchten diesen Code nehmen und unser eigenes Netzwerk machen, wir sind da sehr, sehr offen für, unterstützen da so gut wir es können, damit einfach diese Art von Netzwerk, Open Source, transparent,
dass das einfach immer stärker wird. Ich denke gar nicht, dass du abgeschweift bist. Vielmehr hast du es genau richtig jetzt ergänzt, finde ich. Okay. Das Zauberwort war ja wirklich, wie du es gesagt hast, das Vernetzen der einzelnen Netzwerke, ja. Es ist mir ja egal, wer mir dann in dem Sinne die Plattform bietet, wo ich mein Video hochlade, wenn ich es zumindest dann dort posten kann, damit es nicht wieder geblockt wird, so wie bei Facebook zum Beispiel. Ja. Ich möchte einfach, wie andere Leute, eine sind Fotografen, andere machen Videos, der andere sind Schriftsteller, sodass sie zumindest eine Vernetzungsmöglichkeit haben. Würdet ihr jetzt zum Beispiel Server organisieren müssen für eigene Videoportale, wäre es dann schon wieder die Gefahr groß, dass Human Connection kaputt geht? Kann ich mir vorstellen, weil das ja immens große Kosten sind. Und so, wenn man sich miteinander vernetzt, schaltet man ja Kosten aufs Geringfügige wieder aus. Finde ich eine gute Idee. Danke, danke dir. Ja, das ist genau das Ziel, ne? Möglichst viel, viel vernetzen. Das ist genau unser Ziel. Das ist auch unser Ziel, vernetzen, vernetzen. Ja, da waren wir ja schon im Dezember, was ich gesagt habe, vielleicht kommen wir da wieder hin. Da hätten wir ja schon eine Möglichkeit, auch für euch TV anzubieten und solche Dinge. Also da müssen wir noch drüber reden und auch Entwicklung. Da brauchen wir ja auch noch ein bisschen Unterstützung. Aber das ist unser Steppenpferd hier auf OKTalk. Ja, möchte noch mal einbringen aus dem Außenchat. Da wird noch mal was gefragt. Und da ist er. Wo ist er? Action da. Da war doch irgendwo was wieder zu viel geschrieben. Das ist aber schön, dass man so viel schreibt. Ich soll dich auf jeden Fall fragen. Da gibt es doch jetzt. Moment, das war da. Bitte, bitte noch um Geduld. Rechtlichen Kommentare, Beitrag. Da ging es um offenbar ein Festival. Jetzt finde ich doch diesen Beitrag nicht. Hadi, das Verhalten vom Alpha, das haben wir ja schon ein bisschen angesprochen. Da werde ich auch gleich noch mal kurz drauf eingehen. Und dann Alpha täglich, das haben wir auch. Entschuldigung, da haben wir es jetzt, genau. Genau, da haben wir es. Terra Musica, Pax Terra Musica, da gibt es das HC. Vielleicht das sollte ich nochmal ansprechen. Da werden hier ganz viele Projekte sein und Aktionen. Es ist ja ein Friedensfestival. Da sollten wir auch nochmal drauf eingehen. Das ist wirklich ein guter Beitrag. Danke für die Zuschrift. Ja, Pax Terra Musica. Also ich war auf beiden bisher stattgefundenen Pax Terra Musica Friedensfestivals in 2017 und letztes Jahr 2018. Es ist eine super, super schöne, tolle, friedliche, konstruktive, einfach eine hervorragende Veranstaltung, die der Malte Klinghoff da ins Leben gerufen, auf die Beine gestellt hat. Hochachtung davor, was er da vollbracht hat. Und Human Connection war in 2017 dabei, beim ersten, waren auch in 2018 dabei. Und natürlich sind wir auch dieses Jahr wieder mit dabei. Einfach weil das halt eine wunderbare Geschichte ist, dann auch sozusagen Vernetzung nicht virtuell zu machen, sondern Vernetzung eben im echten Leben zu machen. Also das sagt der Malte auch immer so gerne. Das, was ihr virtuell macht, macht ich halt sozusagen dann im echten Leben mit meinem Pax Terra Musica Festival. Also von daher, wir werden auf jeden Fall wieder da sein, mit vielen Leuten vom Team, ein kleines Zelt wieder haben, wo man uns ansprechen kann und wo wir uns einfach treffen können. Und ich freue mich natürlich auch riesig darauf, wieder andere Organisationen, die vielleicht neu da sind, zu sehen, alte Bekannte wiederzutreffen. Also jeder, der schon da war, wird es bestätigen können. Es ist eine außergewöhnlich tolle Atmosphäre dort. Wundervolle Menschen da, tolle Künstler, Musiker und so weiter. Und wer noch nicht da war, dem kann ich wirklich nur empfehlen. Letzte Wochenende im Juli wird es sein, von Donnerstag bis Sonntag. Auf jeden Fall dahin fahren nach Friesack bei Berlin. Das lohnt sich definitiv. Also absolut Daumen hoch für dieses wundervolle Projekt, was der Malte da macht. Ja, das sollte man auch unterstützen. Vielleicht können wir den Organisator sogar auf ein Interview hier nochmal bekommen, weil das Super Programm Idee. wird ja. Bitte? Eine super Idee, sage ich. Sorry, dass ich dazwischen geplappert habe, aber würde der Malte sicherlich unheimlich gerne machen. Ja, stehen wir immer offen und vielleicht bekommen wir ja sogar eine Live-Übertragung, dass einer vor Ort ist von uns und dann sogar eine Live-Übertragung per Audio oder wie das gewünscht ist. Das ist nämlich immer vom Veranstalter aus, er darf sagen, was er möchte und das soll auch so bleiben. Im Übrigen, bei uns ist es so,
wir produzieren ja jedes Mal Sendungen. Die Rechte bleiben immer beim Sendemacher. Das bedeutet, er kann entscheiden, ob er die Sendungen löschen möchte aus dem Archiv oder halt drin lassen möchte. Ne? Und somit ist da auch Eigenverantwortlichkeit. Es gibt so viele Sendungen und Medien mittlerweile, man muss doch nicht streiten und das wollen wir auch nicht. Ja, ich würde sagen, Alexander habe ich schon lange nicht mehr gehört. Alexander, du hast jetzt auch schon ein bisschen verfolgt. Im Chat schaue ich gleich nochmal rein, was es da noch gibt. Und Alexander, hast du ein paar Worte? Mir ist gerade noch eingefallen zu dem Thema Vernetzung, was ja grundsätzlich schon mal ein wunderbarer Gedanke ist. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn sich jetzt tatsächlich, du hattest jetzt eben zum Beispiel Ärzte können sich da einfüllen, können sich da vernetzen. Also sprich, wenn Human Connection als Vernetzungsplattform eine gewisse Größe erreicht hat, eine gewisse Vernetzungsgröße, wie das denn auch mit der technischen Sicherheit ist, weil wir wissen ja, ab einer gewissen Größe fängt dann die, wie sagt man, der Außendienst, Sicherheitsdienst Amerikas, der BND, fängt dann plötzlich an rumzuschnüffeln oder irgendwelche Hacker werden engagiert und so weiter. Wie könnt ihr sicherstellen, dass tatsächlich auch diese Vernetzungsplattform dann technisch auch immer einwandfrei funktioniert? Also das ist mir ehrlich gesagt noch nicht so ganz, ich bin nicht so so der Software-Typ, deswegen frage ich lieber nochmal, dass man wirklich sicher sein kann, dass es da dass da nicht irgendwelche Leute da Dinge abziehen, die nicht im Sinne von Human Connection ist. Gute Frage, danke dafür. Also zunächst meine persönliche Meinung, Sicherheit ist eine Illusion. Also wenn jemand sagt, man hat hundertprozentige Sicherheit, egal für was, das ist einfach, kann einfach nicht richtig sein. Das heißt, wir können so gut wie möglich Vorsorge treffen und präventive Maßnahmen machen, dass keine blöden Sachen passieren. Aber ich würde einen Teufel tun, Entschuldigung, wenn ich das so sage, jemandem zu sagen, bei Human Connection kannst du dir 100%ig sicher sein, dass die NSA nicht deine Daten sieht. Weil ich weiß nicht, was die NSA für technische Möglichkeiten hat. Ich weiß es einfach nicht. Und an welchen Knotenpunkten im Internet die irgendwas absaugen und auch selbst wenn es eine 10-mal gesicherte Verbindung ist. Das heißt, ich kann das ja gar nicht garantieren, aber ich kann sagen, das, was sozusagen uns möglich ist, und das ist alles dann ja offen und transparent, das bieten wir natürlich an und sorgen dafür, dass es gemacht wird. Deswegen auch, um nochmal umzuleiten, jetzt aus der Entwicklungsphase Human Connection raus in die Betriebsphase, genau das sind natürlich die Themen, wo wir auch nochmal mehr Geld einfach brauchen, um das sicherzustellen, oder was heißt sicherzustellen, um das so gut es geht sicherzustellen, dass eben der Betrieb gewährleistet ist, auch nicht, dass jetzt irgendwelche, keine Ahnung, Angriffe auf den Server kommen und der Server irgendwie platt gemacht wird und womöglich die Daten weg sind. Gut, gibt es immer noch ein Backup, aber ne, all sowas, dass keine Herrscharen von Bots plötzlich auf das Netzwerk kommen und irgendeinen Quatsch posten und so. Da müssen wir natürlich gucken, wenn wir dann in die öffentliche Version gehen und groß werden und dadurch natürlich auch sichtbarer werden für jeden und Leute auf komische Gedanken kommen und da sowas veranstalten, dass wir das so gut es geht abwehren können. Da bin ich auch sehr dankbar, dass wir da teilweise mit Menschen sprechen von anderen Organisationen, die uns da gut Tipps geben, gut beraten, dass wir da von den Erfahrungen schon mal ein bisschen was lernen können. Aber wie gesagt, also für mich ist halt ganz klar die Sichtweise so, also Sicherheit ist halt eine Illusion. Da gibt es ja noch den schönen Spruch, wer Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. Also ich habe da einfach eine sehr, wie soll man sagen, nüchterne Sicht auf die Dinge und sage, wir tun alles das, was wir tun können, aber eine 100% Sicherheit, die kann niemand garantieren, einfach. Ja, also da, ich fand das gut, was du gerade gesagt hast, Sicherheit ist eine Illusion. Da bin ich ganz bei dir und das sehe ich ganz genauso. Mir kam gerade noch der Gedanke, dass es eigentlich, wenn man mal so sieht in der Welt, was da so an Wahrheiten jetzt gerade ans Licht kommt, was sich da gerade so alles offeriert, was da alles so offenbar wird, dass es immer noch Menschen gibt, die sowas versuchen, die sowas machen. Also das ist wirklich eigentlich unglaublich, aber
Nun ja, aber nichtsdestotrotz ist es natürlich wichtig, dass es einen Ausgleich gibt, und der Ausgleich ist natürlich in dem Fall unter anderem natürlich auch Human Connection. Finde ich ehrlich gesagt klasse. Danke dir. Ja, super, super toll. Ja, da sieht man wieder, wo man heute 2019 steht. Ja, Sicherheit, ne? Sicherheit heißt auch immer Angst. Und wollen wir nicht mal langsam mal überlegen, warum man überhaupt Angst hat? Wollen wir nicht lieber angstfreier sein? Da dürfen wir lernen, umzudenken. Ja, bitte. So, nein, also du sprichst mir aus der Seele. Das ist ja wirklich, das Thema Angst ist ja ein absolutes Herrschaftsinstrument. Ne? Ich versetze die Leute in Angst und dann kann ich halt im Endeffekt durchsetzen, was ich will. Ne? Also wenn man da einmal schafft, und ich kann für mich behaupten, ich lebe angstfrei, ich habe keine Angst, dann lebt es sich so viel besser. Und ne, einfach erkennen, guck mal, die Freiheit, das ist das Wichtige. Und natürlich, ich sitze jetzt hier in meinem Haus, das kann jetzt einstürzen, das kann irgendwie, vielleicht hat die Heizung leck und explodiert. Also das ist wieder ein Thema Sicherheit. Hier kann ein Flugzeug draufstürzen. Also natürlich fühlt es sich sicher an, aber das ist auch nicht sicher. Ne? Und so kann halt auch immer was passieren. Und wenn ich halt mit Angst durchs Leben gehe, ich hatte vorhin mal über das Resonanzgesetz gesprochen, wenn ich Angst ausstrahle, dann ziehe ich auch irgendwelche ängstlichen Sachen an oder negative Sachen an. Wenn ich einfach keine Angst habe, interessanterweise, dann passiert einem auch gar nichts. Ne? Also da bin ich so fest davon überzeugt, dass dieses universelle Gesetz, dieses Anziehungsgesetz, ne, das, was ich ausstrahle, ziehe ich auch an und so, das ist halt einfach so, das ist halt wirklich ein Gesetz. Und deswegen hast du mir da so aus der Seele gesprochen, sollten wir da nicht mal gucken, wie wir angstfrei leben können. Ja, 1000% Zustimmung. Genau das ist ganz, ganz wichtig, dass jeder für sich erkennt, die Angst bringt mich nicht weiter. Die Angst ist immer ein schlechter Ratgeber. Also ich sage, gehe immer auch so weit, jede Entscheidung, die du triffst im Leben, kannst du irgendwo zurückführen auf das Motiv Liebe oder auf das Motiv Angst. Also du triffst die Entscheidung, wenn du ein paar Schritte zurückgehst, entweder aus dem Motiv Liebe oder aus dem Motiv Angst. Und wenn es die Angst ist, aus der du die Entscheidung triffst, ist es keine gute Entscheidung. Also guck immer, wenn du Entscheidung triffst, was steht im Endeffekt wirklich an der ersten Stelle dieser Entscheidung? Und wenn es aus Liebe ist, ist es eine gute Entscheidung. Aus Angst, würde ich sagen, trifft die andere Entscheidung. Da wird aus dem Chat nochmal zum Thema Angst geschrieben. Man hat nur Angst, wenn man mit sich selber nicht einig ist. Hermann Hesse und ich als Userin, das ist die Angelika als Zitat. Dankeschön. Sehr schön. Sehr schön. Ja, es gibt nur die Angst vor der Angst. Die Angst lähmt, die Angst blockiert ja. Ich kann Bauchkrummeln haben, wenn ich jetzt auf die Straße gehe und von einem Auto überfahren werde. Aber würde ich jetzt dann nur noch zu Hause rumsitzen, dann blockiere ich meine eigene Entwicklung. Das Einzige, wo ich mir nur Sorgen machen muss, ist, was macht das, was ich mache, mit allen anderen Menschen, ja? Und wenn das gute Beweggründe sind, aber andere etwas dagegen haben, dann brauche nicht ich Angst haben, dann müssen die anderen Angst haben. Und so einfach nur nicht blockieren lassen. Ja, du hast es auch so schön gesagt, nochmal die Lebensqualität, ne? Du bist für dich im Gefühl angstfrei und es ist wirklich eine Befreiung. Und ich finde es auch immer wieder so perfide. Ich bin ja selber diplomierter psychiatrischer Gesundheits- und Krankenpfleger. Ich habe das ja fast 25 Jahre praktiziert. Und was die Menschen dort ja, Hamsterrad und das Angstgefühl hoch hat. Wir haben mit Angstpatienten gearbeitet, das ist eben ein Gebiet. Angst, wie gesagt, engt nur ein. Angst hat man vor allem vor der Zukunft. Angst hat man vor Erfahrungen, die man gemacht hat. Angst hat man, wenn es um seine Existenz geht, wenn man bedroht wird. Und alles diese Dinge, wir haben vorhin die 99,999% angesprochen. Ja, genau, das gehört da nicht rein. Und das dürfen wir einfach nur vom Bewusstsein her einfach mal verstehen und warum jemand überhaupt Angst bekommt. Und dann erkennt man doch, wie es eigentlich besser ablaufen sollte, Hadi, so denke ich.
Ja, bin ich wie gesagt komplett bei dir. Also ich glaube, es ist immer sehr, also es ist viel, viel leichter gesagt als getan. Das sagen ja auch viele, die Diskussion kenne ich natürlich auch, wenn ich sage, ja, du musst doch gar keine Angst haben, das hilft dir nichts, es behindert dich nur, es schwächt dich nur, es zieht die Energie ab und es bringt nichts Positives. Ja, das sagt sich ja so leicht. Ja, das stimmt, es sagt sich so leicht und es ist nicht so leicht umsetzbar. Aber das Schöne ist tatsächlich, wenn man Schritt für Schritt immer wieder prüft eben das, was ich gesagt habe, die Entscheidung, die ich jetzt getroffen habe. Was hat mich dazu motiviert? War es am ersten, also im ersten Moment war es Liebe, war es Angst? Und ich sage, ah, das war doch Angst. Und ich erkenne das einfach und entscheide mich dann bewusst also für eine Entscheidung, die aus Liebe getroffen wurde und merke dann einfach, ah, guck mal, das war jetzt gut, jetzt fühle ich mich auch besser, jetzt fühle ich mich leichter, ich fühle mich freier, das war eine gute Entscheidung. Dann ist das, also das muss sich sozusagen so ein bisschen dann einschleichen, dass das wie ein Automatismus wird, weil man natürlich fast schon darauf konditioniert ist. Also man hat Angst und das ist bedrohlich und so. Das ist ja schon auch eine Art Konditionierung und das ist einfach so im Gehirn natürlich dann eingebrannt, im Unterbewusstsein. Das kriege ich nicht von heute auf morgen dann eben mal zack geswitcht, sondern da brauche ich einfach ein bisschen Zeit. Aber jeder Step und jede bewusste Beobachtung, die ich mache, bringt mich halt dazu zu sagen, guck mal, das war einfach die bessere Idee, nicht aus Angst zu handeln und einfach die Angst an der Seite liegen zu lassen. Und dann geht das automatisch. Also dann, man muss einfach nur sich so ein bisschen selber beobachten. Das Thema Achtsamkeit fällt da ja auch rein, zu gucken, warum denke ich eigentlich gerade was? Ne? Seine Gedanken mal beobachten, warum ist jetzt der Gedanke da? Und wenn man das so ein bisschen trainiert, dann ist man irgendwann ganz alleine, ist man dort angekommen und ja, es lebt sich einfach besser, definitiv. Hadi, wie sieht es aus? Empfindest du, dass die Welt sich denn auch in einem Aufwachprozess befindet? Also von meiner Seite aus muss ich sagen, ich mache jetzt 10 Jahre OKTALK und was ich an Veränderung spüre und sehe, sind schon mehr aufgeweckte Menschen. Und wie siehst denn du das? Das ist eine ganz, ganz spannende Frage. Also da gibt es ja auch ganz verschiedene Meinungen. Meine persönliche Meinung ist, ich habe das Gefühl, es ist gerade so eine Art Wettlauf. Also ich sehe das auch, die Tendenz ist, oder es ist, sicherlich, es wachen immer mehr Leute auf, wenn man das so sagen will. Also es werden sich immer mehr Leute bewusst, was eigentlich wichtig ist, dass es hier um die Liebe geht, um den Frieden und so weiter und wo die Probleme liegen. Und das passiert und auf der anderen Seite sozusagen, ne, wir haben die höchsten Rüstungsausgaben seit Menschengedenken. Wir haben Nuklearwaffen, die die ganze Welt vernichten könnten in ein paar Minuten. Also da sind sozusagen diese zwei Gegenpole, die beide wachsen. Und für mich ist es halt die Frage, was wächst schneller? Was gewinnt sozusagen dann am Ende? Ich bin grenzenloser Optimist und sage, auf jeden Fall gewinnt sozusagen der Bewusstseinswandel, der positive und der wird dann sozusagen dafür sorgen, dass das Negative dann irgendwann wieder zurückgeht. Aber momentan sehe ich eigentlich, dass beides halt wächst und ja, ich hoffe, dass es so einen beschleunigenden Effekt jetzt bringt bei diesem Aufwachprozess, dass immer mehr Menschen das verstehen. Das glaube ich auch. Und diese Grundfrage für mich ist halt natürlich, wie viele Menschen sind das? Ne? Also wenn man jetzt Deutschland, Österreich, Schweiz nimmt, etwa 100 Millionen Menschen, sind das 1 Million, die jetzt schon irgendwie, wenn man das so sagen will, aufgewacht sind? Sind das vielleicht schon 5 oder vielleicht schon gar schon 10 Millionen oder noch mehr? Das kriegt man ja nicht so richtig mit, weil natürlich auch die großen Medien sozusagen ja nicht gerade aufgewacht berichten, ne? Und sozusagen uns eigentlich suggerieren, wir sind so die wenigen bisschen Bekloppten, die so in eine ganz komische Richtung denken. Und die große Mehrheit sind ja die, die natürlich sagen, ja, wenn man jetzt da kriegerisch irgendwo da und dort aktiv werden muss, also nennt man dann Peacekeeping Operation, dann ist das natürlich wichtig, weil wir kämpfen ja für die Werte und für die Demokratie und die Menschenrechte. Und ich weiß halt nicht, wie viele dann erkennen, dass es natürlich nicht um diese Werte geht, sondern dass es immer um Interessen geht. Weil es gerade beim spannenden Vortrag von Jürgen Todenhöfer, es geht immer um Interessen. Wisst ihr alle, wissen ganz viele, aber wie viele es sind, ich kann es dir nicht sagen. Aber wie gesagt, ich hoffe einfach, dass dieser Bewusstseinswandel schneller vorangeht. Und also er geht definitiv voran. Also da, glaube ich, können wir uns da komplett sicher sein, dass sich da was tut. Und es ist so ein bisschen halt eine Frage der Zeit. Ja, die Welt im Wandel, so sage ich auch. Ja, wenn ich so jetzt höre, dann muss ich für mich feststellen, dass die Energien, wie du so angesprochen hast, das
das Schlechte wächst auch mit dem jetzigen Bewusstseinswandel. Geschäfte, Macherei. Wir dürfen einfach hier hinterlassen, was bedeutet denn überhaupt noch ein Hausverstand? Ne, wenn man du die Rüstung ansprichst, ne, in der BRD sollen die Rüstungsetat auf 85 Milliarden Euro erhöht werden. Ja, und der Welthunger wäre in 6 Milliarden, sagt man gelind. 85, ja, dieses 2%-Ziel. Also totaler Wahnsinn, ne? Totaler Wahnsinn, wenn man sich das anguckt. Wir sagen, Russland ist die Bedrohung. Die Russen sind, glaube ich, jetzt bei 60, 61 Milliarden Rüstungsausgaben. Und wir nur als Deutschland, nur als kleines Deutschland, sollen auf über 80 Milliarden unsere Rüstungsausgaben erhöhen, weil da irgendwie eine Bedrohung ist. Also an der Stelle kann ich mir gar nicht vorstellen, dass irgendjemand das tatsächlich noch glaubt. Es ist ja wirklich kompletter Wahnsinn. Ich habe heute noch eine schöne Grafik gesehen, eben genau mit diesen Rüstungsausgaben, aktuell irgendwo 43 Milliarden. Und für Artenschutz und Naturschutz wird irgendwie 2 Milliarden ausgegeben und dafür sind noch 0,6 irgendwie für Entsorgung von Atommüll. Also, wo du denkst, das gibt es doch nicht. Für die Weltrettung geben wir einen Bruchteil von dem aus, was wir für die Weltzerstörung ausgeben. So muss man es ja ganz klar übersetzen. Als Krankenpfleger muss ich sagen, Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, ne, das würde auffällig sein und da würde der Arzt sofort behandeln in diesem System, ne, wenn man einfach nur diese Strukturen sieht und erkennt. Ja, absolut. Also und ich glaube, deswegen ist auch so, also es gibt ja auch diesen schönen Spruch, ich weiß nicht, von wem der ist, wir können sie nicht zwingen, die Wahrheit zu sagen, aber wir können dafür sorgen, dass sie immer dreister lügen müssen. Und ich glaube, in der Phase sind wir jetzt. Ne? Also wir können jetzt nicht erwarten, dass irgendwie uns die großen Medien jetzt nur noch die Wahrheit verkünden. Aber diese Lügen, also ich bin jetzt überhaupt kein Fan von dem Wort Lügenpresse, weil es ist halt für mich einfach eine Lückenpresse. Jeder berichtet halt in seinem Korridor. Aber man muss halt wissen, dass es halt lückenhafte Berichte sind oder lückenhafte Nachrichten sind. Aber ne, also da... Dadurch, dass immer mehr Menschen sich den Dingen bewusst werden, was da passiert, aus meiner Sicht wird es tatsächlich immer dreister, was teilweise da in den Medien berichtet wird. Und ich glaube, das merken die Menschen. Also jeder hat ja auch so eine Intuition dafür, wenn da irgendwie was erzählt wird, was einfach an den Haaren herbeigezogen ist. Und dieses Gefühl, das stimmt irgendwie nicht mehr, das passt nicht so, das merkt man ja auch in den Umfragen. Ne? Also diese Umfrageergebnisse, wie viel Vertrauen haben Sie noch in die Medien? Die sind ja erschreckend mittlerweile. Also erschreckend, wie wenig Vertrauen da noch ist, aber auch total nachvollziehbar, weil die Menschen halt alle nicht doof sind. Ne? Und die merken halt, dass da irgendwas nicht passt. Wenn mich wer die Frage stellt, ob ich denke, ob schon mehr Menschen aufgewacht sind, ja, dann antworte ich immer, ich unterhalte mich mit vielen Menschen und da merke ich, dass eher der größte Teil schon längst aufgewacht ist. Nur aufwachen bedeutet noch lange nicht, dass man ein Macher ist. Die wichtige und richtigere Frage, die wir uns stellen sollten, ist, gibt es mittlerweile schon genug Macher, ja? Denn auch wenn ich schon viel weiß, dass die Regierung nur noch von Lobbyisten gesteuert sind, ja, und so weiter und so fort, bin ich trotzdem noch ein stiller Mensch, der zu Hause dann rumsitzt und nichts dagegen tut. Man kann heute schon sehr viel ja machen. Es gibt ja, in Österreich kann man sich der Gemeinwohlökonomie zuwenden, ja. Man kann sich an Gemeinschaftsgärten zuwenden. Man kann auch eigene Schulungen präsentieren über Eigenschaften, die so noch nicht gefördert werden. Und das ist das, was jetzt wichtiger denn je wäre. Ich verliere ganz kurz den Faden, aber was kann man machen? Weil ich als Sendungsmacher und TV-Produzent fühle mich schon ein bisschen von diesen sogenannten Erwachten etwas ausgenutzt. Weil ich kam mir schon vor wie so ein
Früh ist man ins Kino gegangen, hat sich einen spannenden Film angeschaut, ja. Die sogenannten heutigen Erwachten sagen, das kann ich ja nicht mehr machen, Hollywood fördern und so weiter. Jetzt bin ich die Ablenkung geworden für diese Menschen. Sie schauen sich zwar meine Videos an, finden die Themen interessant, aber wenn ich dann eben so Videos mache wie über die Friedensakademie Linz, wenn es um die Gemeinwohlökonomie geht, dann sehe ich zwar viele Zuseher dieser Filme, aber nicht mit Einsteiger dieses Projektes, der dieser Film ja präsentieren sollte. Ja. Was kann man da eigentlich? Da ist dann Human Connection auch sehr gut gefragt und innovativ. Und was kann man da dann wirklich noch zusätzlich zu Human Connection, zu Videomaterial machen, dass die Leute, die aufgewacht sind, auch zu machen werden? Das ist genau das Thema, was ich halt eben auch sehe. Es sind wahrscheinlich viele schon mittlerweile gut informiert. Manchen fehlt vielleicht irgendwie der Zeit oder so ein bisschen so der Ruck, was zu tun. Andere fühlen sich halt ohnmächtig. Und das ist ja genau der Hebel, wo Human Connection eben ansetzt, zu sagen, ich bringe dich auf nur einen Mausklick entfernt von dem, wo du gerade was liest und sagst, oh, da will ich was machen. Ne, dann zeige ich dir die ganzen Möglichkeiten auf, das, was ich alles machen kann. Und das ist für mich eben dieser absolute Kernpunkt. Und es gibt's halt einfach nicht sowas. Und dieses total Innovative, den Leuten eben sofort zu sagen, du willst, das ist ein Thema für dich, okay, das interessiert dich. Drück den Action-Button und du siehst, was kann ich jetzt alles tun. Und das wird aus meiner Sicht viel, viel, viel in Bewegung bringen, weil das müssen ja gar nicht immer so riesengroße Sachen sein. Ne, das kann ja einfach ein Bericht sein, wo es ums Thema Konsum oder irgendwie, welche Lebensmittelhersteller machen was. Und dann sehe ich über, okay, kauf doch mal beim lokalen Markt irgendwie ein oder geh doch mal zu deinen Bauern und kauf doch da vielleicht direkt. Also kleine Inspirationen, wo jeder dann sagt, ach ja, stimmt, auf die, also, weil man kommt ja gar nicht drauf, ne? Wir hatten vorhin das Wort Hamsterrad. Jeder ist da so in seinem Hamsterrad oft drin und kommt auf die naheliegendsten Themen oft nicht. Also ich schließe mich da selber komplett ein, ne? Wo ich manchmal denke, wenn mir jemand was sagt und ich so, ja, klar, natürlich, ne? Warum habe ich das nicht schon längst gemacht? Und ich glaube, die Leute zu inspirieren, nicht zu sagen, du machst irgendwie zu wenig oder irgendwas, sondern inspiriere die Leute, dass sie einfach aus sich selber raus dann sagen, wow, coole Idee, das probiere ich doch mal aus. Ne, ich sage immer so als Beispiel, ich bin früher sehr viel unterwegs geworden, war viel in Hotels und so, und dann ist ja natürlich immer, dann checkst du unten ein und dann hast du dein Zimmer irgendwie im dritten Stock und dann ja, nimmst du den Fahrstuhl, fährst mit dem Fahrstuhl hoch. So, mittlerweile sage ich halt, nein, warum? Ne, also für mich kostet das jetzt erstmal nichts, wenn ich den Fahrstuhl benutze, aber das ist Strom. Der Strom muss irgendwo produziert werden. Da muss irgendwo wieder ein Kernkraftwerk vielleicht für gebaut werden. Also gehe ich doch lieber die Treppe. Viel gesünder für mich. Da wird kein Strom verbraucht und so weiter. Und das einfach als Inspiration in Human Connection reingebracht. Und Leute lesen das, das wäre dann so ein Can-Do, so nennen wir das, sagen, ne, wenn du demnächst mal irgendwo übernachtest und da ist ein Fahrstuhl, nimm doch nicht den Fahrstuhl, nimm doch mal die Treppe. So, dann ist das einfach eine Inspiration, wo andere Leute dann sagen, ah, Mensch, wow, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ne, und solche kleinen Themen, also ich glaube, das ist halt auch wichtig. Ich erwarte nicht von jemandem, dass er sein ganzes Leben irgendwie umstellt und dies und das und sein Auto verkauft und nie mehr irgendwie im Flugzeug fliegt und was weiß ich, was alles tut. Sondern jeder kleine Beitrag ist ein Beitrag hin zu einer besseren Welt. Und wenn das die Leute einfach sehen und wenn viele diese kleinen Schritte machen, das steht übrigens auch an der Eingangstür zu der Alpha-Test-Version, dieses schöne afrikanische Sprichwort, diese vielen kleinen Schritte, die dann zu einem ganz großen natürlich werden, dann bekommt es auch wieder eine Sichtbarkeit und dann ist das halt so ein, ja, so ein Effekt, der halt sich selber wieder, also ein dynamischer Effekt, der dann größer wird. Und da, glaube ich, ist ganz, also liegt die Lösung einfach drin. Gar nicht die Leute zu überfordern, sondern in kleinen Dingen zu inspirieren, weil dann kommt es aus einem selber heraus und man fühlt sich inspiriert und macht was und nicht auf Druck, sondern weil man selber sagt, ah ja, cool, das probiere ich mal aus. Ich glaube, jetzt dürfen wir eine Musikpause machen, denn wir haben es 21:36 Uhr. Ich bin schon unheimlich begeistert, was ich heute Abend auch hören darf. Und es fühlt sich gut an. Es ist der richtige Weg, so sehe ich das. Und das Vernetzen sollte man immer im Vordergrund sehen, Gemeinsamkeiten finden. Das haben wir heute Abend, denke ich, hier schon wahrgenommen und mitbekommen. Ich möchte jetzt doch so in die zweite Pause gehen, denn da heißt es The Power of Love. Und das ist von Back to the Future. Und Musik ab, bis gleich.
Ja, viel gute Energie für die Liebe. Ja, ihr seid hier bei Human Connection und ich freue mich. Ja, ich schaue mal auf die Homepage, denn da möchte ich nochmal drauf kommen. Da werden Veranstaltungen angeboten. Da haben wir heute schon ein bisschen gehört. Vielleicht magst du gleich, Hadi, nochmal darauf eingehen. Dann steht die Uhr des Wandels da und der Shop. Das ist ja wohl vermutlich ein Fanshop. Zumindest in Österreich dürften wir ja nicht Fremdprodukte anbieten als gemeinnütziger Verein. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist. Ja, bin gespannt, was du uns dazu sagst. Super, also noch ganz kurz zu der Musik gerade von Frankie Goes to Hollywood aus dem Film Back to the Future, Zurück in die Zukunft, habe ich für den Dennis ausgewählt, also den Gründer von Human Connection, weil der ein großer Fan von dem Film ist. Das musste ich jetzt auf jeden Fall nochmal loswerden. Genau, Veranstaltungen, das ist für uns halt ein wichtiges Thema. Also wir machen sehr, sehr viele Online-Veranstaltungen. Einmal die Woche ein Meet the Team, einmal die Woche eine Netzwerkpräsentation. Das sind, also da kann man über Zoom, kriegt man, also das ist ein Link auf der Homepage hinterlegt, da klickt man einfach drauf zu der jeweiligen Startzeit und kommt dann in dieses Meeting mit rein. Man kann dort einfach nur zuhören, wenn man möchte, man kann dort Fragen stellen, man kann dort mitdiskutieren, man kann seine Kamera ein- oder ausschalten. Also man ist da komplett frei, wie man sich dort gerne verhalten möchte. Und man kann eben wirklich uns vom Team dort treffen, jetzt nicht alle, das gesamte Team jedes Mal, aber immer sind viele vom Team dabei. Und kann halt alle Fragen stellen, die man einfach stellen möchte, um dann auch wirklich drüber zu sprechen, drüber zu diskutieren. Und ja, ich denke, das ist eine ganz wichtige Sache, um den Leuten einfach zu zeigen, wir haben da nichts zu verbergen. Wir machen dann eine durch und durch positive Geschichte, ein freundliches und friedliches Netzwerk, was die Menschen oder was die Welt verbessern soll und die Menschen in Aktion bringen soll. Und wenn ja jemand irgendeine Frage hat, möchte er gerne in diese Veranstaltung mit reinkommen. Die sind auch meist ganz gut besucht, und ist immer eine tolle Atmosphäre dort, und dann alle Fragen stellen, die er uns fragen möchte. Daneben ist auf der Seite noch, sind noch Veranstaltungen, sogenannte Offline-Veranstaltungen drauf, wo man Human Connection dann auch mal im echten Leben sozusagen treffen kann. Also ich bin halt relativ viel unterwegs und bin bei Veranstaltungen, bei Vorträgen, habe dann oft so einen kleinen Human Connection-Infostand. Das ist eben dort auch hinterlegt und dann sieht man, ach guck mal, da ist er jetzt in Hannover und macht dann eine Veranstaltung oder ist bei einer Veranstaltung mit dabei. Dann kann ich, wenn ich da zu der Veranstaltung gehe, weiß ich, kann ich mal mit dem über Human Connection sprechen. Also da möchten wir halt auch wirklich die Nähe einfach zu den Leuten ganz klar herstellen und sagen, jeder darf und soll uns auch gerne ansprechen. Dann ziehe ich mal das Thema Shop ganz kurz vor, weil das kürzer abzuhandeln ist. Also der Shop, der verlinkt dann auf eine Spreadshirt-Seite momentan. Irgendwann wollen wir auch unseren eigenen Shop machen. Und Spreadshirt ist einfach ein Shop, wo wir dann Human Connection T-Shirts, Pullover, Cappies und weiß nicht, was alles anbieten können. Also Spreadshirt ist wahrscheinlich bekannt. Die sind ja da so ein Allround-Anbieter. Und wir können halt unsere Logos zur Verfügung stellen und die drucken das dann da drauf, dass die Leute, die Human Connection eben toll finden und sagen, das möchte ich unterstützen, dass die dann auch einfach sich vielleicht ein T-Shirt kaufen, mit dem T-Shirt viel rummarschieren und so ein bisschen auf Human Connection hinweisen. Und dann, und das ist ein ganz spannendes Thema, gut Klaus, dass du da nochmal drauf ansprichst, Uhr des Wandels. Denn die Uhr des Wandels war eigentlich die Grundidee vom Dennis Hack damals 2012. Der kommt ja aus dem Trampolinsport und hat ja auch eine Trampolinfirma, produziert Trampoline und war halt ja in der ganzen Welt, sage ich mal, fast unterwegs auf Weltmeisterschaften, bei Olympischen Spielen, bei irgendwelchen Trampolinwettbewerben und hat sich halt oft gefragt, guck mal, in dieser Trampolingemeinde, da sind dann die Iraner und die Afghanen und die Amerikaner und die Brasilianer und die Deutschen und die Russen und die verstehen sich alle super toll. Das ist eine friedliche, fröhliche Veranstaltung. Die kommen da zusammen, machen ihren Trampolinsport, trinken abends ihr Bier zusammen und feiern und haben Spaß. Und wenn man dann die Nachrichten sieht, dann denkt man plötzlich, warum sind das denn unsere Feinde? Das sind doch total nette, super Menschen. Also ne, da hat sich diese Diskrepanz sozusagen gezeigt. Und dann hat er sich gedacht, Mensch, wie kann man denn sozusagen jetzt mal aufzeigen, dass wir doch alle auf der Welt eigentlich diesen positiven Wandel möchten und eine friedliche Welt möchten. Und hat sich dann eben gedacht, diese Uhr des Wandels als Zähler, wo man sich eintragen kann und einfach sagen kann, ich sage jetzt mal ganz kurz, ich bin für eine friedliche Welt und möchte gerne den positiven Wandel und trägt sich ein und kann noch einen Spruch dazu machen, kann sein Foto hochladen und zeigt einfach sozusagen sein Gesicht und seinen Spruch und sagt, ich bin einfach für eine friedliche und positive Welt.
Und dann gibt es eben, wenn man jetzt auf diese Seite geht, das ist sozusagen der Gesamtzähler. Und die Idee, die wird jetzt auch noch weiter gerade ausgesponnen, ist sozusagen, dass man auch dann Zähler hat für jedes Land, dass man sieht, guck mal, so viele Leute sind da schon in, keine Ahnung, in Frankreich dabei und so viele schon in Südafrika und so viele schon in Russland und so viele aus China und so viele aus Deutschland und hat sozusagen Länderunterzähler und alle gehen in diesen Gesamtzähler ein. Und dann die Idee, dass ein Unternehmen sagen kann, das kann dann auch ein kommerzielles Unternehmen sagen, Mensch, das ist eine tolle Idee und wir als Unternehmen sind auch einfach für diesen positiven Wandel und für eine friedliche Welt. Und wir machen jetzt unseren Unternehmenszähler und haben dann auf ihrer Homepage zum Beispiel auch so einen Zähler, wo sich die Mitarbeiter, die Kunden, die Lieferanten vielleicht dann eintragen können. Und alles geht aber immer in den Gesamtzähler rein, dass man immer sieht, wow, und es tickt immer höher und immer höher. Und genau diese Sichtbarkeitmachung, so wie viele Menschen sind denn schon aufgewacht und wollen diese friedliche Welt, dass es einfach diese Stärke da gezeigt wird. Das ist, glaube ich, also auch ein ganz, ganz tolles Thema. Und nach dieser Uhr des Wandels, die es übrigens dann auch als physische Variante geben soll, also nicht nur virtuell auf einer Homepage, sondern tatsächlich auch als kleine Box, wo man dann so einen schönen Digitalzähler drin hat und sieht, guck mal, da tickt es immer hoch und das hat einfach ein tolles, also eine tolle Wirkung. Und auf Basis sozusagen denn dieser Idee kam dann die Frage, okay, wenn dann alle Menschen sozusagen da mitmachen oder viele Menschen da mitmachen, man sieht, es werden immer mehr, dann ist das natürlich erstmal ein tolles Zeichen, aber es wäre ja gut, wenn die Menschen sich dann eben auch vernetzen und ihr Wissen teilen und dann irgendwie was passiert und die Aktion eben auch folgt. Und auf der Basis ist dann eben Human Connection entstanden, als Idee, diesen aufgewachten Menschen dann auch eben eine Plattform, ein Netzwerk zu geben, wo sie sich dann eben vernetzen können, wo sie in die Aktion gehen können und so weiter. Sodass die Uhr des Wandels sozusagen, ja, die Mutter von Human Connection ist eigentlich, ne? Die Idee, die dann zu Human Connection geführt hat. Ja, ich möchte den Roman oder den Alexander das Wort geben. Die haben bestimmt auch noch was jetzt zu sagen. Mir fiel gerade noch ein vor der Musikpause. Gerade was den Erwachungsprozess angeht, da wurde auf Facebook wurde mal etwas gepostet, so ein Bild, habe ich schon mal hier erwähnt. Ist ein gezeichnetes Bild, wo also so ein Mann auf dem Podium steht und davor so eine Gruppe von Menschen. Und dann stellt er die Frage: Wer will die Welt verändern? Und alle reißen den Arm hoch. Dasselbe Bild darunter. Da stellt der Mann die Frage am Podium: Wer will sich ändern? Alle nur noch mit dem Kopf nach unten. Was deutlich zeigt, warum die Welt so aussieht, wie sie aussieht, weil viele wollen etwas tun oder viele wollen, dass die Welt sich ändert. Aber keiner will oder viele wollen einfach nicht so wirklich in die Aktion kommen, weil einfach die Menschen spüren, dass das auch mit Verantwortung zu tun hat. Und gerade was das System angeht, sind natürlich viele Menschen, ja, muss man leider so sagen, sind systemtraumatisiert. Und gerade was so Unternehmer angeht, wenn man sich selbstständig machen will, wird es einem unendlich schwer gemacht und so weiter. Und dementsprechend sind die, und das über so viele Jahre, so viele Jahrzehnte, sind die Menschen natürlich traumatisiert. Umso besser ist es, umso wichtiger ist es, dass es solche Plattformen wie Human Connection gibt, finde ich super klasse. Und auch die Philosophie, die dahinter steckt, ist wirklich, wirklich wunderbar. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn das wirklich irgendwie angegriffen wird oder in irgendeiner Form als negativ dargestellt wird, also den Leuten kann man dann eigentlich auch nicht mehr helfen. Danke dir, Alexander. Ja, sehe ich ganz genauso. Wird also Human Connection, die Idee, das Netzwerk, die Funktionalität wurde und aus meiner Sicht kann gar nicht angegriffen werden, weil da gibt es nichts anzugreifen. Wenn jemand irgendwas Negatives sagen will, dann sagt er was Negatives über Leute, die was Positives über uns gesagt haben und er greift denjenigen an und sagt, das ist aber kein guter Mensch oder kein guter Typ, weil Punkt, Punkt, Punkt. Ne, weil der irgendwie zu dem Thema das und das gesagt hat. So, ne, also so ein bisschen das Thema Kontaktschuld, sodass ich da komplett bei dir bin. Also Human Connection ist ein durch und durch rein positives Projekt. Es ist Open Source, jeder kann das, sich den Code angucken. Es ist transparent, wie es transparenter nicht geht. Es hat nur eine positive Grundschwingung sozusagen, also dass nur positive Dinge damit erreicht werden können und sollen. Von daher ist es tatsächlich eben so erstmal nicht angreifbar als Idee, ne? Man kann natürlich nachher einen Server angreifen oder so, aber
das Projekt als solches ist sozusagen gar nicht angreifbar. Und je schöner ist es halt, wenn mehrere solche Netzwerke entstehen, weil selbst wenn man dann ein Netzwerk angreift, aber es gibt schon 10 andere, und man kann den Code ja auch so ruckzuck wiederherstellen, ne? Also jeder, der den Code hat, kann von heute auf morgen, jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, kann so ein Netzwerk einfach dann online stellen. Ne? Das ist ja das Wunderbare an dieser ganzen Open-Source-Technologie, was ja auch sehr stark im Kommen ist, dass die Leute immer mehr begreifen, Mensch, diese freie Software und Open Source, das sind so wichtige Themen, die werden uns weiterhelfen, wenn wir eben diese Sachen, dieses Wissen teilen und nicht jeder für sich in seinem kleinen geheimen Kämmerlein die Sachen macht, sondern dass wir das alles teilen und gemeinsam machen. Nur so können wir die Probleme eben auch lösen. Und ja, da glaube ich, wie gesagt, ist Human Connection wirklich ein herausragendes Projekt, was da eben vorangeht und das zeigt, dass es eben funktionieren kann und funktionieren wird. Was halt eben wichtig ist, und da bin ich bei deinem schönen Eingangsbeispiel. Ich kenne genau dieses Bild mit den Menschen, die dann alle schreien: Ja, ich will was verändern und so. Also, ich will die Veränderung, ne? Aber dann ja, wer will sich selber verändern? Dann meldet sich keiner mehr. Also, auch da sind wir natürlich ein bisschen vor dem Problem. Wir brauchen halt, damit es funktioniert, weil wir haben halt keine Konzerne, die da irgendwie uns Geld geben oder dass wir über Werbung Geld verdienen oder über Datenverkauf. Das machen wir alles nicht. Das Geld, um das zu realisieren, kann nur von den Nutzern kommen. Und jeder, der sagt, das ist eine tolle Idee, genau das brauchen wir, das wird ganz viel Positives bringen, den kann ich wirklich nur herzlich einladen, sich das nochmal genau anzugucken, in unsere Online-Veranstaltung reinzukommen, uns anzusprechen, wenn Fragen da sind. Und wenn man überzeugt ist, zu sagen, alles klar, mir ist es das was wert und ich mache da jetzt eine Dauerspende von 5 € oder 10 € im Monat oder mache mal eine Einmalspende, weil ohne das wird es halt nicht funktionieren. Es ist von Menschen für Menschen. Es muss Menschen geben, die das Ganze auch fördern und dann kann es allen Menschen sozusagen auch nutzen und alle Menschen können davon profitieren. Und das ist einfach auch nochmal eine wichtige Botschaft an die Zuhörer. Wir stehen da momentan, wie gesagt, in einem Status, der erstmal gut klingt, dass wir sagen, wir haben aktuell gut 20.000 € pro Monat an Spendenvolumen. Das klingt erstmal ganz toll, aber wenn man sieht eben, was dahinter steckt, was das für ein Projekt ist, wir haben jetzt gerade ein Video veröffentlicht aus dem Maschinenraum, also von den Programmierern, von den Entwicklern, die das mal aufzeigen, so ein bisschen, was da eigentlich passiert. Das ist so wahnsinnig komplex, da steckt so viel Arbeit drin in diesem Thema. Also da sind wir noch lange nicht da, wo wir hin müssen. Wir haben aktuell schon Kosten deutlich über 30.000 € und wir können wirklich nur von Glück sagen, dass es momentan noch möglich ist, diese Lücke zu schließen, weil der Dennis sagt, mir ist es so wichtig und momentan habe ich noch das Geld und kann da noch was reinschießen, aber das geht natürlich nicht für alle Zeiten, definitiv nicht. Das heißt, da müssen einfach Leute da sein, die sagen, mir ist das Ganze was wert und ich bin bereit, da eben auch das Ganze zu unterstützen, damit das funktioniert. Weil das wäre aus meiner Sicht wirklich jammerschade. Wie gesagt, ich glaube es eh nicht, aber es wäre jammerschade, wenn sowas scheitert wirklich an finanziellen Themen. Es ist so viel Geld einfach da für alles Mögliche und wenn es da dann dran scheitern sollte, ja, das wäre sehr, sehr, sehr traurig. Aber wie gesagt, da denke ich nicht dran, glaube ich auch nicht dran. Ich glaube, das hat so viel positive Energie, das Thema. Das wird auf jeden Fall in die Welt rausgehen. Ich denke, dass wir heute mit Grund die Sendung gemacht haben. Ich freue mich, was ich heute alles hören darf. Ich sehe sehr viele Zusammenarbeitsmöglichkeiten mit unserer Plattform OKTalk und da sollten wir uns doch mal austauschen. Das, glaube ich, ist sehr, sehr, sehr wichtig. Roman, ich gebe dir mal das Mikrofon. Wir kommen langsam zum Schluss der Sendung und ja, werde auch den Hardy gleich fragen, ob wir was vergessen haben, was du noch unbedingt loswerden möchtest, Hardy. Aber jetzt nochmal den Roman und dann den Alexander nochmal auch und dann kommen wir langsam in den heutigen Abend zum Schluss, würde ich doch sagen. Roman, bitte. Ja, der Alexander, der hat das so schön auf den Punkt gebracht, dass wenn es um Macher geht, dann der Mensch nicht alleine dastehen will, weil keiner will alleinig den Kopf hinhalten, keiner will alleine die Verantwortung übernehmen und in einer gerechten Welt sollte das auch niemand machen müssen, ja. Drum ist es ja auch so wunderbar, dass jetzt der Human Connection auch anreiht an OKTalk, so etwas voll Transparentes, Weltoffenes in eine Kommunikationsplattform zu bieten und nicht nur Kommunikationsplattform, sondern auch eine Macherplattform zu bieten, ja.
Natürlich kann ich jetzt dadurch heute auch nicht die richtige Frage stellen, wann wird Human Connection dann richtig vollends hochgefahren? Ja, wir haben ja schon gehört, an was scheitert oft, an Geld und alles Mögliche. Meistens ist immer das Geld dran schuld. Was muss an Human Connection noch wirklich alles geleistet werden, dass man dann sagen kann, ab diesem Zeitpunkt ist es dann wirklich voll im Konzept online. Wie viel Geld braucht man und liegt es nur an Geld oder sind auch andere Sachen wichtig, dass ihr dann sagen könnt, an diesem Datum können wir es jetzt dann voll transparent veröffentlichen? Also es sind natürlich auch die richtigen Menschen dann noch wichtiger als das Geld, logischerweise, aber auch die kosten natürlich Geld. Es ist auch so, also wir haben jetzt sozusagen, was die Entwicklung angeht und diesen Umstieg, was ich vorhin erwähnt hatte, mal von der Datenbanktechnologie, da gibt es einfach ein Datum, was prognostiziert wird, automatisiert vom System. Also das ist ein Entwicklersystem, wo hinterlegt ist, das nennt sich ZenHub, was für Tasks, was für Aufgaben müssen noch gemacht werden, wie viele Aufgaben sind schon gemacht und dann entwickelt sich da sozusagen so ein Zeitstrahl und man sieht, wann ist man fertig. Das ändert sich natürlich jeden Tag, weil man manchmal dann schneller einen Task beendet hat als gedacht und der nächste dauert vielleicht länger. Und dieser Umstieg, immer noch geschlossene Version, ist im Moment Mitte Juli. Das kann natürlich jetzt auch Anfang Juli werden, es kann auch Ende Juli werden oder August oder vielleicht schon Juni. Aber das liegt jetzt nicht mehr in allzu weiter Ferne. Das ist noch nicht die öffentliche Version. Aber ich denke, und wie ich mit Entwicklern auch gesprochen habe, die öffentliche Version ist dann auch nicht mehr so lange hin, weil dann auch schon vieles integriert sein wird. Ganz wichtig ist eben dieses Moderationssystem, dass man das definitiv hat. Und dann wollen wir halt so schnell wie möglich diese öffentliche Version, die dann noch nicht alle Feature hat, die es im endgültigen Netzwerk geben soll. Aber es ist schon mal eine Version, wo wir sagen, die können wir beruhigt in die Öffentlichkeit geben. Da kann jeder rein. Da hat er schon wirklich ein tolles Netzwerk. Und dann wird einfach nach und nach, je nachdem, wie sich dann natürlich auch das Thema Finanzen entwickelt, schneller oder langsamer werden diese weiteren Features dazu entwickelt, dazu programmiert. Und sobald was fertig ist, wird es mit draufgeschaltet und man hat dann zum Beispiel irgendwann das Thema Abstimmung, dass man Abstimmung machen kann. Oder andere Themen. Also von daher ist es ein bisschen schwierig zu prognostizieren. Also öffentliche Version würde ich mich mal weit aus dem Fenster lehnen und sagen, auf jeden Fall noch in diesem Jahr. Noch nicht voller Funktionsumfang. Und dann wäre es sicherlich irgendwo denkbar, dass in 2020 irgendwann auf jeden Fall der Zeitpunkt ist, wo man sagt, so jetzt haben wir das Netzwerk so, wie wir es mal auf dem Reißbrett skizziert haben. Man kann das auch sehen, wenn man bei uns auf die Seite geht, gibt es dieses direkt auf der Präsentationsseite ein bisschen weiter runter scrollen, das sogenannte Click-Dummy-Video. Da sieht man sozusagen das fertige Netzwerk, wie das funktionieren wird mit den Funktionalitäten. Und da wollen wir hin, an die Stelle. Und ja, ich, wie gesagt, kann auch nur nochmal, und das ist eigentlich schon fast mein Schlusswort, da an jeden appellieren, schaut es euch an. Und wenn ihr sagt, ja, das ist wichtig, sowas muss raus in die Welt, dann unterstützt uns. Das geht finanziell. Das geht natürlich auch, wenn jemand in JavaScript fit ist oder auch sonst programmieren kann und uns in Entwicklung irgendwie helfen kann. Da haben wir auch extra eine Seite unter dem Punkt Mitmachen. Gibt es den Punkt in Nerds We Trust, sehr liebevoll natürlich gemeint. Und auch dort sind wir um jede Unterstützung dankbar. Auch da haben wir halt freiwillige Unterstützer, die sagen, Mensch, ich kann da ein bisschen was auch bei der Entwicklung zu beitragen und mache da meine 5, 6 Stunden pro Woche vielleicht, die schiebe ich da rein aus meiner Freizeit. Das ist natürlich auch eine super große Hilfe. Auch da sind wir natürlich um jeden dankbar, der uns da unterstützen kann. Habt ihr auch Österreicher in eurem Team? Also ich frage deswegen auch, falls die Österreicher auch mal Kontakte suchen zu Human Connection Machern, ob ihr auch da irgendwelche findet? Super gerne. Aktuell jetzt gerade nicht, aber natürlich Österreich, Schweiz. Also es gibt viele in der Community aus Österreich und aus der Schweiz. Also klar, im Moment sind wir eben auch nur im deutschsprachigen Raum unterwegs. Natürlich soll Human Connection auch ganz wichtig. Das soll schon ein weltweites Netzwerk werden. Das soll nicht an Ländergrenzen, die ja eh nur von Menschen gemacht worden sind, soll das nicht stoppen, sondern soll natürlich irgendwann die ganze Welt umspannen. Und von daher, wenn Leute in Österreich da sind, die sagen, Mensch, tolles Projekt, also kommt auf uns zu, geht auf unsere Homepage, da ist der Punkt Mitmachen, da steht alles drauf. Könnt ihr uns auch gerne direkt eine E-Mail schreiben, info@human-connection.org und davon zukommen. Aber wie gesagt, auf der Homepage ist alles genau nochmal auch erklärt.
Also jeder, der irgendwie was tun möchte, ist sehr, sehr herzlich willkommen. Super, das waren ja schon richtig tolle Abschlussworte. Alexander, gebe ich nochmal das Wort und dann komme ich nochmal ganz kurz zu dir, Hadi. Alexander, danke dir erstmal, Roman, gell? Ja, zu dem, was du gerade gesagt hast, Hardy, ist mir noch eingefallen. Ich bin der Überzeugung, dass das das wird. Und zwar deswegen, man spricht doch immer von dem Geist der Firma oder dem Geist des Unternehmens. Und man hört es ja auch aus deinen Worten jetzt schon die ganze Zeit von Anfang an heraus, dass du brennst ja auch dafür. Und du bist ganz auf dieses Projekt eingestellt, das merkt man auch. Und ich bin der festen Überzeugung, nach allem, was du auch von dem Gründer jetzt erzählt hast, der Geist dieses Unternehmens kann nichts anderes als gelingen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass sich noch viele Menschen dem anschließen werden. Das ist es etwas, was ich mir für euch auch wünsche, dass ich auch noch, dass dieses Vernetzen sich ausweiten wird und wie du gerade gesagt hast, dass das, wenn das weltweit passiert, umso besser. Weil dann nämlich etwas passiert, was ja deutlich sichtbare Formen annimmt. Rupert Sheldrake spricht zum Beispiel vom morphogenetischen Feld oder die Inder von der Akasha-Chronik. Die switcht dann um. Die ist dann, weil sie ja lange auf Disharmonie ausgerichtet ist, richtet sich dann auf Harmonie aus. Und dadurch, dass wir Menschen da ja angeschlossen sind, wird sich das Bewusstsein automatisch verändern. Ja, wie Neil Donald Walsh so schön sagte, der Mensch handelt entweder aus Angst oder aus Liebe, was du vorhin auch so schön sagtest, da fiel mir das Zitat nämlich ein. Und dann wird nämlich die Energie der Liebe, des Mitgefühls, des Verständnisses und der Toleranz, was ja ein Bestandteil davon ist, immer weitere Kreise ziehen. Und das wünsche ich mir für euch natürlich auch. Und ja, einfach alles Gute und schön, dass es euch gibt. Also ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, lieber Alexander. Das hätte man echt nicht schöner sagen können. Das berührt mich sehr, wie du das gerade formuliert hast. Ganz, ganz, ganz lieben Dank. Ja. Gerne. Und dann komme ich nochmal und sage Dankeschön auch im Außenchat. Heute wird auch schon geschrieben, ein riesen Dankeschön für diese tolle Sendung wird dir geschrieben. Und ja, für mich ist vielleicht noch von dir zu hören, erstmal, ich kann unheimlich diese Sendung heute Abend für mich unheimlich abdecken in der Denkrichtung, in des Verstehens, in den Weg, den wir gehen und gehen wollen. Da hast du mir wirklich aus dem Herzen gesprochen und man merkt auch, du brennst da richtig. Ne? Und das ist ja bei mir auch so mit OKTalk. Ich liebe das, was ich tue und das sollen viel mehr Menschen auch nutzen. Und wir bieten ja auch viele Möglichkeiten. Ich möchte nur kurz fragen, ob du gleich noch 2, 3 Minuten Zeit hast für den Nachtalk vielleicht noch. Da möchte ich nämlich auch noch Selbstverständlich. was hinterlegen noch für dich. Na klar, auf jeden Fall. Ja, und ich hoffe, dass Human Connection bei uns nicht das letzte Mal da war. Wir werden sehen, wie die Zeit es alles uns mitgibt. Wir wissen, dass wir alle unterwegs sind, wenig Zeit haben, jedoch eine Sendung zu machen und noch andere Möglichkeiten zu sehen. Da lasse ich mich überraschen, wohin die Wege gehen überhaupt. Es macht einfach nur Freude und Spaß und dieses sollten wir nie verlieren. Lieber Hadi, magst du noch den Menschen eine Botschaft vielleicht mitgeben? Und dann winken wir doch einfach raus und schließen den heutigen Abend. Und ja, die Sendung ist nachher auch zum Teilen, zum Runterladen. Das ist gewollt. So ist unser OKTalk-Archiv ja auch aufgebaut. Ja, Hadi, mich hat es gefreut, dich heute hier zu haben. Und natürlich auch ein Danke an Alexander und Roman und die Zuhörer. Ja, Hadi, deine Worte. Also ich fand es eine ganz, ganz, ganz tolle Runde, muss ich sagen. Hat mich super gefreut, mit euch hier zu sprechen. Ich hoffe, dass viele Hörer das gehört haben. Bedanke mich auch ganz herzlich, dass die Leute heute auf OKiTalk gekommen sind und hier so ein bisschen sich informiert haben, was Human Connection ist und wo wir hinwollen und was wir wollen. Und hoffe, das ist ganz gut rübergekommen. Ja, und jeder, der so ein bisschen infiziert worden ist von diesem Human Connection Virus,
Da würde mich halt unheimlich freuen, wenn ich den dann irgendwann auch bei uns vielleicht in der Veranstaltung begrüßen könnte, in einer Online-Veranstaltung sehen würde und der sagt: Mensch, hier, ich habe euch bei OKTOR kennengelernt. Das ist immer klasse, wenn man dann auch so sieht, guck mal, so funktioniert das, so geht die Vernetzung voran. Also von daher ganz, ganz lieben Dank an euch, an alle Hörer und ich hoffe auch, dass wir uns irgendwann im echten Leben mal begegnen. Das würde mich auch unheimlich freuen. Naja, wer weiß, vielleicht bist du ja in Berlin und vielleicht wird man sich da treffen. Kann ja sein. Da schauen wir mal, wo wir alle hingehen dürfen. Du hast noch einen Song drauf. Wolltest du da auch noch was sagen? Das ist ja Topic, in meinem Leben. Ja, das ist, den habe ich ziemlich spontan rausgesucht. Aber ich finde den Text sehr, sehr schön, muss ich sagen. Der spricht mich sehr an. Gute Nacht. Tschüss.